ich habe die ersten 30 Minuten und was der Michael nicht gesagt hat, er ist unser Timekeeper. Das heißt, ich werde auch versuchen, mich innerhalb meines Zeitraumes hier mit Ihnen aufzuhalten. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen erklären, was ist RPA, was ist Prozessautomatisierung, was gibt es da für Begriffe, die in diesem Bereich en vogue sind, was macht man damit, was steckt dahinter. Vorher, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ein, zwei Folien zu uns, zur Convenio, erzähle ich Ihnen, weil wir auch innerhalb unserer Unternehmensgruppe sehr, sehr viele Anwendungsfälle im Bereich des RPA haben. Wir von der Convenio sitzen in Leipzig, sind ein inhabergeführtes, ein Lösungsintegrator seit 2014 auf dem Markt. Wir sind aber seit nunmehr ja, anderthalb Jahren Teil einer international agierenden Gruppe, Assist Digital, mit 15 Standorten europaweit. Und hier sind im Near- und Offshore auch diverse ja, Mitarbeiter in Kundenprojekten am Start. Das heißt, wir haben RPA-Kenntnisse von unseren Auftraggebern extern, genauso wie wir viele der Tools und viele der Prozesse auch intern erproben. Unterschiedliche Auftraggeber bedeutet auch immer unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Anwendungen von den Auftraggebern. Und ja, allein am Monatsende die Daten zusammenzuführen, diese der Buchhaltung bereitzustellen, daraus Abrechnungen zu generieren oder einen Controlling aufzusetzen für die einzelnen Projekte. Da ist auch unsere italienische Mutter einer unserer internen Auftraggeber. Das heißt, so ein bisschen von der Praxis für die Praxis haben wir das Thema RPA sehr intensiv in den letzten Jahren verinnerlicht. Ich bin eine der Inhaberinnen der Convenio in Deutschland, wie schon eingangs gesagt, verantwortlich für den Vertrieb und das Partnermanagement, kann aber durchaus auf eine lange Service Center Historie zurückblicken in der Branche. Ich habe Stationen ja ursprünglich bei BOW im Center direkt in der Projekt- und Teamleitung, war dann lange Jahre bei FIRCOM tätig. Ich habe gesehen, dass jetzt auch der ein oder andere angemeldet. Hallo an dieser Stelle. Genauso wie bei der Enschaus im Elsbeth-Vertrieb und jetzt seit nunmehr 6,5 Jahren ja, bei der Convenio. Wir beschäftigen uns mit der Integration von Omnichannel-Lösungen beziehungsweise RPA-Projekten. Und immer wenn wir dort bei dieser Digitalisierung, bei diesen technischen Unterstützungsleistungen an Grenzen stoßen, haben wir auch eine eigene Entwicklungsunit, sodass wir hier auch die Lücken schließen können. Eingangs hatte ich auch schon gesagt, nachher, ich habe gesagt, der Herr Christoph Sander bekommt nachher 2, 3 Minuten zusätzlich, weil ich ihn jetzt hier nochmal vorstelle. Ich glaube, ganz interessant, der Christoph ist beim Thema Anforderungsmanagement bei uns ganz weit vorne und dadurch, dass er viele Jahre unser Kunde war und dann vor einiger Zeit die Seiten gewechselt hat, sozusagen zu uns, bringt er bei uns im Hause auch immer die Auftraggebersicht mit. Das heißt, er ist insbesondere aus diesem Bereich für uns eine sehr starke Bereicherung. In einem Satz, was machen wir? Ja, wir kombinieren menschliche und künstliche Intelligenz, um natürlich eine Customer Experience zu gestalten und wir machen das Ganze mit Beratung, innovativen Technologien, Design und operativen Betrieb, alles aus einer Hand. Genau, stetig wachsend und voll motiviert. Zu der Herausforderung aktuell, was finden wir bei uns vor, was finden wir bei unseren Auftraggebern vor? Immer wachsende Ansprüche an Qualität und Performance seitens des Kunden. Die sind in der Regel immer deutlich informierter in dem Moment natürlich, wo sie Kontakt zum Unternehmen aufnehmen als andererseits. Das heißt, innerhalb der Unternehmen müssen immer mehr Applikationen miteinander sprechen. Die Abläufe werden immer komplexer. Und die Anforderungen an einen Mitarbeiter werden entsprechend immer höher. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Informationsquellen und der Mitarbeiter muss sich in diesem Point of Contact sehr schnell, sehr individuell informieren können und das bei
ja, mittlerweile vielen Unternehmen, die sich zusammenschließen. Da sind mehrere CRMs im Einsatz, da sind mehrere Datenbanken, auf die zugegriffen wird. Da spricht vielleicht irgendwie die ACD mit dem Routing natürlich noch irgendwie CTI-mäßig, aber nicht zwangsläufig. Das E-Mail-Management ist integriert und Chat, eine Chat-Historie hat man schon gar nicht, obwohl das eventuell mit der Marketingabteilung da schon mal ein Kontakt vorgeherrscht hat. Das heißt, es wird alles immer komplexer. Der Endkunde hat einen Wissensvorsprung. Es gibt natürlich innerhalb des Unternehmens, sei es beim Auftraggeber oder sei es beim Dienstleister, einen hohen Kostendruck. Und die IT-Trägheit ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern eher im Hinblick auf diese schnellen, komplexen Anforderungen. Da kommt die IT einfach nicht mehr hinterher. Ganz davon abgesehen, dass wir natürlich in dem Bereich auch einen großen Fachkräftemangel haben. Wie kann also RPA da helfen? Was ist RPA? Und wie eben schon gesagt, finden wir in vielen Unternehmen eine sehr heterogene Prozesslandschaft vor. Damit gilt es, den Menschen bei der Arbeit zu assistieren. Und von daher sprechen wir bei RPA über assistierende Softwarelösungen, die bei sich wiederholenden Abläufen in Systemen diese voll oder auch teilautomatisieren können. Das kann entweder im Front Office als Attended Bot passieren oder eben auf Server-Ebene. Das nennt man dann Dunkelverarbeitung oder auch Unattended Bot. Also das RPA ist also ein Bot, ein Software-Roboter, der imitiert, wie Menschen mit ihren Computern umgehen, ja, wie sie Anwendungen nutzen und Prozesse durchführen. Und durch dieses Nachahmen von Benutzereingaben über die Benutzeroberfläche einer Applikation entfällt halt aufwendiges Programmieren von Schnittstellen, von APIs. Das heißt, hier kann die IT-Abteilung entlastet werden und das kann sozusagen ein Stück weit vor ins Projekt gezogen werden. RPA greift also nicht in bestehende Systeme oder die Infrastrukturen eines Unternehmens ein oder nimmt Veränderungen in den Anwendungen vor und somit ist dieses kostspielige Invest überschaubar beziehungsweise ein ROI schnell erreicht. Aber dazu hat nachher ja der Michael noch einen Slot, der taucht in diesen Punkt dann nochmal genauer ein. Also, die Automatisierung kann mal am Arbeitsplatz, im Front Office durchgeführt werden. Das ist irgendwie die Ebene, wo der Bot Wechselwirkungen übernimmt anstelle des Mitarbeiters. Also Copy und Paste, Vorgänge zwischen Applikationen. Das würde bedeuten, wie ein Mensch liest dieser Bot den Inhalt einer Anwendung, findet die Felder mit den nützlichen Daten und kopiert diese in eine andere Applikation oder startet ein bestimmtes Event, nimmt eine Berechnung vor, etc. Das passiert halt oftmals vollautomatisch, um halt durchschnittliche Bearbeitungszeiten deutlich zu verkürzen. Es gibt aber auch Momente, wo solche Aufgaben der Bot wieder zur Kontrolle zurück an den Menschen gibt, also an den Mitarbeiter, falls das erforderlich ist, sodass der Mitarbeiter eine Entscheidung treffen kann, oftmals bei Berechnungen in Versicherungen, bei Krankenkassen etc. der Fall. Hier entscheidet halt diese Intelligenz des Menschen oder die Geschäftserfahrung die Tätigkeit, was danach passiert, ne? Also es gibt dann unterschiedliche Entscheidungsvarianten sozusagen und entsprechend geht der Prozess dann weiter. Hier spricht man dann entsprechend von einer Teilautomatisierung. Dieser Aspekt von RPA, wo der Bot wie ein Assistent des Menschen funktioniert, nennt man Desktop Automation, also eigentlich RDA, Robotic Desktop Automation. Und der Ansatz eines solchen Bots geht halt sehr schnell, ja, da wir uns auf den Arbeitsplatz und die genutzten Tools des Mitarbeiters konzentrieren und da sozusagen die Oberflächen auslesen. Das bedeutet, solche Projekte gehen relativ schnell und ein ROI ist halt schnell erreicht. Alternativ dazu gibt es Dunkelverarbeitung, Unattended Bots, Standalone Bots oder unbeaufsichtigte RPA. Da gehen die ja, Begrifflichkeiten ziemlich auseinander. Die Automatisierung bestimmter Prozesse wird hier auf Serverebene durchgeführt, ohne menschliche Interaktion.
Das heißt, hier sind wir so ein Stück weit tiefgreifender drin. Der Bot verwendet selbst Anwendungen zum Aufrufen von Informationen, er kontrolliert Regeln oder er führt auch Verarbeitungen aus, um neue Daten zu produzieren und übergibt diese neu generierten Daten dann an andere Anwendungen beziehungsweise leitet die weiter über Schnittstellen. Das ist also sozusagen ein Bot in den Untiefen der Systeme, der alleine arbeitet und wird halt häufig als Dunkelverarbeitung bezeichnet. Auch so ein Bot, ein Standalone-Bot, bleibt natürlich in der Überwachung eines IT-Kollegen. Die Ausführung der Prozesse muss sichergestellt werden und der Erfolg muss gewährleistet werden, ganz klar. Wenn hier Probleme auftreten, muss ein Experte, ein Bot-Supervisor, würde ich mal sagen, die Ursache klären, ne, und sie korrigieren und natürlich irgendwie die Routinen starten. Dadurch, dass solche Bots halt häufig im Hintergrund oder nächtlichen Prozessen arbeiten, hat es sich hier bewährt, dass da ein Kollege irgendwie als erstes am frühen Morgen dann immer drauf guckt, um gegebenenfalls irgendwelche Routinen nochmal neu anzustoßen. Weil dieser Bot auf Server-Ebene arbeitet und damit innerhalb der Systemlandschaft installiert wird, gibt es hier meistens ein Stück Infrastruktur, was zusätzlich benötigt wird. Und systemübergreifend ist die Arbeitsweise häufig so, dass hier Programmierarbeiten durchgeführt werden müssen. Bedeutet so ein Stück weit, dass das Skillset an den Mitarbeitern, die diese Bots aufsetzen, auch so ein Stück weit anders ist. Da reden wir halt schon von Programmierkenntnissen. Das ist jetzt nicht mal eben so nebenbei durchgeführt. Somit ist es auch nicht überraschend, dass solche Dunkelverarbeitungsprojekte oftmals deutlich komplexer sind und auch zeitintensiver. Dunkelverarbeitungen sind halt sehr individuell. Man kann da halt viele, viele Tools nutzen. Wie man da vorgehen kann, um solche entweder unattended oder attended Bots durchzuführen, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Hier ist also ein gängiger Projektansatz, unabhängig von der Lösung, dass man sich natürlich erst einmal in einer Side-by-Side-Analyse irgendwie die Prozesse anschaut, ne, was soll da gemacht werden, das Ganze muss dokumentiert werden, wie zieht man zu Rate und man versteht überhaupt, wann welche Prozesse wie im Einsatz sind. Welche Infrastruktur auch dabei berührt wird, über welche Systeme sprechen wir, wie sind die infrastrukturellen Landschaften dahinter, welche Tools werden alle benutzt. Und dann ist unsere Erfahrung seitens der Converneo, dass man erst in diesem Moment eigentlich wirklich identifizieren kann, welches das passende Tool für diesen Prozess in dieser Infrastruktur ist. Es gibt eine Menge auf dem Markt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, der Markt wird größer und größer, aber es gibt für bestimmte Konstellationen bestimmte Bots, die besonders gut passen. Was auch zur Folge haben kann, dass es unterschiedliche Prozesse gibt, wo man dann halt zwei oder drei Anbieter von RPA-Tools im Hause hat, aber das ist dem Prozess bzw. der Infrastruktur geschuldet. Dann hat sich bei uns bewährt, dass man eine Machbarkeitsstudie macht, um genau das nochmal zu überprüfen. In der Umgebung, die ich beim Kunden vorfinde, ist es das richtige Tool? Und dann ein Prozessdesigner, einen kleinen Prozessdesigner, einen Proof of Concept halt durchzuführen. Funktioniert das alles so, wie die Ergebnisse erwünscht sind. Eventuell müssen auch Prozesse ein Stück weit redesignt werden, um das Ganze einfacher zu machen. Vielleicht müssen auch Daten im Vorfeld nochmal anders interpretiert und vorbereitet werden. Dazu hat der Peter nachher noch ein Stück weit, wie AI dabei helfen kann, Daten strukturierter vorzuklassifizieren. Bevor man denn den letztendlichen Bot entwickelt, sei es im Front Office oder in der Dunkelverarbeitung, dann muss natürlich noch ein Lasttest durchgeführt werden, je nachdem. Wir sprechen bei Bot-Projekten immer eigentlich über einfache Prozesse, standardisierte Prozesse mit einer hohen Häufigkeit, sodass man da dann halt sagen kann, das sind die geeignetsten, da kann man am schnellsten Einsparungen erzielen.
Ja, den Sonderfall vom Sonderfall, das lohnt sich nicht, den mit einem Bot abzuwickeln. So, und auch in der Produktivphase ganz wichtig, dass man da dran bleibt. Ja, Tools, Oberflächen können sich ändern. Der Teufel steckt da bekanntlich im Detail und irgendwie ein Update eines Tools kann da die ganze Landschaft durcheinander bringen. Von daher da bitte immer ein Auge drauf haben, denn die Frage ist, und das möchte ich auch nochmal betonen, wie intelligent sind Bots? Bots werden halt natürlich mit Hilfe von Experten aufgesetzt und arbeiten anhand von festgelegten Workflow-Prozessen. Ja, aber sie verfügen auch nur genau über so viel Intelligenz, wie die festgelegten Regeln im Workflow es zulassen. Das heißt, es ist nicht so, dass man den Bot einmal aufsetzt und der dann auf alle Ewigkeit läuft, sondern man muss man halt kontinuierlich dranbleiben, kontinuierliches Verbesserungsprozesse stehen da natürlich an und auch agiles Projektmanagement, schnelle Reaktionen etc. pp. Die Erfahrungen haben wir in all unseren Projekten gemacht. Einmal ein Anwendungsfall von einem Front Office Bot, ganz grob, unabhängig davon, welches Tool Sie einsetzen, betrachten wir also eine Versicherung, eine Bank, vielleicht eine Krankenkasse. Alle Kunden haben oder alle Firmen haben wachsenden Kundenstamm, sind seit Jahrzehnten oder im Markt und haben Tausende von Kunden. Sie konsolidieren sich im Markt auch ganz klar und haben die im Vorfeld angesprochenen historisch gewachsenen Infrastrukturen, viele unterschiedliche Tools und viele Quellen. Um ihren Kunden hier Dienstleistungen und tollen Kundenservice zu bieten, um sie auf dem Laufenden zu halten und halt Kundenservice betreiben zu können in jeglicher Form, gibt es natürlich ein Team von Kundenberatern, hunderte von Angestellten, ja, und da sprechen wir dann später natürlich auch von der Macht der kleinen Zahlen. Wenn Sie bei jedem Vorgang irgendwie 10, 15 Sekunden einsparen können, ist das tatsächlich das Gesetz der kleinen Zahlen, dass sie hier sehr schnell deutlich mehr Vorfälle in der gleichen Zeit abbilden können, und die Mitarbeiter natürlich von lästigen Routineaufgaben entlasten können. Also jeden Tag machen sie das, wiederkehrende Geschäftsvorfälle, ganz klar. Und die Komplexität wird halt oft an den Mitarbeiterarbeitsplätzen sichtbar. Das heißt, 5, 6, 7 unterschiedliche Tabs sind da eröffnet. Je nach Geschäftsvorfall, den Sie gerade bearbeiten müssen, sind unterschiedliche Kombinationen möglich, was Sie da bearbeiten müssen. Das heißt ja auch nicht zu Unrecht, ne, dass man irgendwie 4 bis 6 Wochen Einarbeitungs-Schulungsphase, bis man den Mitarbeiter im Service Center mit dem Kunden kommunizieren lässt, ist ja nicht ungewöhnlich. Alleine diese Schulungszeiten zu reduzieren und die Fehleranfälligkeit zu reduzieren, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert, wo halt Bots super helfen können. Wir verstehen das Ganze auf jeden Fall als Assistenz. Ja, der Andi geht da nachher natürlich nochmal im Einzelnen drauf. Jeder Me Mensch verdient intelligente maschinelle Unterstützung. Andi, die Überschrift habe ich sogar aus einer deiner Folien übernommen. Da gehen wir heute noch genauer drauf ein. Wir wollen halt Unterstützung bieten. Was wollen wir nicht sein? Natürlich, und das ist manchmal die Frage, ist RPA ein Jobkiller? Wir beantworten das bei unseren Projekten mit einem ganz deutigen Nein. RPA befreit Mitarbeiter von lästigen Routinearbeiten und das Know-how. Das wichtige Know-how und die Empathie von den Mitarbeitern wird halt nicht mit Tätigkeiten verschwendet, die ein Roboter besser erledigen kann. Das heißt, emotionale Intelligenz, Argumentation, Urteilsvermögen bleibt alles bei den Mitarbeitern, selbstverständlich, ne, diese Kombination. Aber diese ermüdenden Tätigkeiten, die wenig wertschöpfenden Tätigkeiten etc., die kann der Bot einem entsprechend abnehmen. Produktivität wird nebenbei gesteigert, Customer Experience natürlich auch, Bearbeitungszeiten gehen aber runter, Datentools oder Datenpools können reduziert werden, ne, und die Fehlerhäufigkeit sinkt dann entsprechend. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen, wie wir solche Projekte aufsetzen, dann wäre es ein Fehler,
hatte ich noch, auch schon angedeutet, so ein RPA-Projekt als rein einmaligen technologischen Ansatz zu betrachten. Es ist ein Werkzeug und ein kleiner pragmatischer IT-Spezialist zur Unterstützung des Alltags und sollte halt auch von so einem Customer Excellence Team entsprechend gesteuert und aufgesetzt werden. Das heißt, natürlich brauche ich die Fachexpertise vom Floor sozusagen, ne, der die ganzen Prozesse kennt, hingucken, hinsehen, zuhören, sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, sich hinter die Mitarbeiter setzen, zu beobachten, was machen die, wann machen die das, warum machen die das. Aber auf der anderen Seite brauche ich halt durchaus technisch versierte Mitarbeiter, die dann diese RPA-Tools auch bedienen. Das ist halt nicht eine Drag-and-Drop-Technologie in den meisten Fällen, sondern das geht schon ein bisschen tiefgreifender in dieses Spezialistentum eines Wirtschaftsfachinformatikers etc. Diese Einsatztruppe aus sowohl Fachbereich als auch technologischem Ansprechpartner sollte halt gute Kenntnisse über die Prozesse haben, ne, und hinsichtlich der Implementierung auch dieser Backend-Systeme, die damit einhergehen. Und es ist halt auch wichtig, herauszufinden, wie die Mitarbeiter mit den Prozessen umgehen. Also da auf jeden Fall die Mitarbeiter abholen, ihnen erklären, was das Ziel des Ganzen ist, etc. Und sie dazu interviewen und halt auch im laufenden Zeit interviewen, wenn sie kleine Teilprozesse automatisiert hat, immer weiter mit abholen. Sie brauchen natürlich auch eine klare Sicht auf die Möglichkeiten und Einschränkungen der RPA-Software. Also wie gesagt, es passt nicht immer jede Software, ja, in Bezug insbesondere auf die Besonderheiten. Gutes Beispiel ist zum Beispiel so eine Citrix-Umgebung. Wenn Sie als Dienstleister aktiv sind für einen Auftraggeber über Citrix arbeiten, fällt die ein oder andere Lösung leider schon oftmals raus, weil das ein oder andere Tool damit Herausforderungen hat. Das ist ganz grob ein erster Überflug über das Thema. Ja, also was ist meine Conclusio? Die zunehmende Anzahl von Systemen in Unternehmen, damit steigt natürlich die Komplexität, die Systeme zu bedienen. Und Bots werden als Enabler und als Unterstützer eingesetzt, um halt wiederkehrende und geringfügige Aufgaben aus dem Alltag zu entfernen und hier die Fehlerquote zu reduzieren. So viel jetzt erst einmal zu meiner Seite. Ich bin mir gar nicht sicher, wie mein Timekeeper funktioniert. Ich glaube, ich habe noch Zeit für Fragen, ungefähr 5 Minuten. Habe jetzt den Chat parallel gar nicht mitverfolgt, ehrlich gesagt. Ansonsten schenke ich meinem Nachredner, dem Andi, 5 Minuten, weil ich nett bin. Du weißt ja, die brauche ich auch immer, Verena. Ja, deswegen. Genau, wenn Also, Sie Fragen haben, gerne in Chat. Genau. ja, also im Chat sind im Moment keine Fragen. Ich meine, wir haben ja nachher noch einen langen Teil, wo wir über Q&A sprechen. Da würde ich vorschlagen, übergeben wir jetzt an den Andreas, der das Thema Zahlen und Trends rund um RPA, wie setzen Unternehmen RPA ein, vorstellt. Vielen Dank, Verena. Gerne. Muss ich diese Moderations... Nee, alles gut. So, das werden wir auch noch hinkriegen. So, sollte jetzt passen, ja? Perfekt. Gut, dann könnten wir eigentlich starten, Rainer.
Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Guten Morgen aus Köln. Schön, dass Sie sich heute eingeschaltet haben zum RPA-Thementag. Ich würde jetzt nach Verena Ebrecht von der Convenio den zweiten Teil übernehmen und Ihnen ein bisschen versuchen näher zu bringen, was denn so im Moment die aktuellen Zahlen rund um den Einsatz von Robotic Process Automation sind und ein bisschen vorgreifen auch für das Thema, was für eine Rolle spielen Robotics und Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, als Kerntechnologien bei der Digitalisierung ihrer Serviceinfrastruktur oder der Serviceökonomie im Allgemeinen. Und da werden Sie mitbekommen haben, dass natürlich die Entwicklungen dort in Riesenschritten vorangehen. Es vergeht eigentlich keine Woche, wo ich nicht von neuen Referenzprojekten höre, jetzt unabhängig von der Serviceindustrie oder von der Automatisierungsindustrie, sondern tatsächlich auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie sich Machine Learning weiterentwickelt und wie sich Maschinen, die uns Menschen assistieren, im Alltag weiterentwickeln. Das ist schon tatsächlich atemberaubend, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Darauf werde ich jetzt nicht so weit eingehen. Falls Sie sich ein bisschen mehr über dieses Thema Bedeutung künstliche Intelligenz für die Serviceökonomie interessieren, freue ich mich, wenn Sie in meinen Podcast reinhören, der jetzt auch schon fast seit einem Jahr läuft. Den finden Sie unter den gängigen Medien, Spotify, Apple etc. Wenn Sie einfach nach Andreas Klug oder KI-Board suchen, dem künstlichen Intelligenz-Board. Schöne Erinnerung ist das Keyboard als Musikinstrument. Genau, und natürlich unter www.itix.de. Gut. Dann würde ich jetzt mal starten, und zwar genau da ansetzen, wo du, liebe Rena, eben eigentlich aufgehört hast, nämlich mit dem Thema die Bedeutung von intelligenter Automatisierung für das Arbeitsumfeld, das wir in Unternehmen haben werden, also ganz speziell, wenn es um die Abwicklung von Verwaltungsprozessen oder Prozessen in Service und Backoffice geht, in das wir in den nächsten Jahren im Zuge der Digitalisierung reinrutschen werden. Und auch da möchte ich die Aussage von dir eben nochmal aufgreifen. Tatsächlich ist es so, das habe ich in meinen Vorträgen eigentlich immer dabei, dieses Thema, wenn es um Mensch-Maschine-Zusammenarbeit geht. Wir müssen uns von diesen Vorstellungen lösen, dass alle Abläufe in Service und Backoffice in Zukunft komplett automatisch durch Computer gemacht werden und wir Menschen nichts mehr tun müssen dazu. Ich habe da eine ganz andere Meinung zu. Ich glaube, dass diese Technisierung von alltäglichen Prozessen und Aufgaben dazu führen wird, dass wir sogar ein erweitertes Arbeitsumfeld einfach haben werden, weil durch die Entlastung von den lästigen Routineabläufen werden wir viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die heute stupide links kopieren, rechts einfügen Arbeiten machen, in ein erweitertes und angehobenes und qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld überführen. Und ich persönlich glaube beispielsweise, dass diese lästige Diskussion über Mindestlohn im Customer Service Sektor sich in 3 bis 4 Jahren komplett erledigt haben wird. So schnell wird das gehen, weil wir einfach feststellen werden, dass die lästigen wiederkehrenden Aufgaben mehr und mehr durch eine maschinelle Assistenz übernommen wird und dass es dann umso wichtiger wird, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, sich korrekt auszudrücken, korrekt Dialoge zu führen, Abläufe zu kontrollieren. Das bedeutet, wir werden wegkommen von diesen lästigen Robotertätigkeiten, die will nämlich keiner machen. Und das ist eins unserer Ziele bei der ITIX und mein persönliches Ziel. Ich möchte ganz gerne Menschen davon befreien, so zu tun, als wären sie Roboter. Und ja, dazu vielleicht gleich nochmal ein Beispiel. Wenn wir an die letzte technologische Revolution denken, Ende der 70er, Anfang der 80er, wo ein Riesenausschrei durch unser Land ging, weil am Fließband bei der Autoproduktion auf einmal Roboter eingesetzt wurden, um Türen an ein Fahrzeug zu halten, damit die angeschweißt werden können oder um Räder an das Fahrzeug ranzuhalten. Das waren alles
Tätigkeiten, die uns Menschen nicht gut getan haben. Wir Menschen sind nicht dafür gebaut, wuchtige Reifen an ein Fahrzeug hochzuwuchten und dann mit der Hand festzumachen, sondern es ist absolut natürlich, dass wir Menschen uns maschinelle Assistenz suchen, um Dinge, die wir im Alltag tun und erledigen müssen, zu vereinfachen. Das ist der Grund, warum Sie und ich beispielsweise mich heutzutage in ein Auto reinsetze und das Auto mir schon sagt, auf deiner Strecke, die du jeden Tag fährst, weil ich das nämlich erlernt habe, wo du lang fährst, ist heute ein Stau, willst du woanders lang fahren? Das sind genau die Dinge, die Sie nutzen, die wir alle nutzen und die in den kommenden Jahren zur Technisierung unseres Alltags beitragen werden. Also das nur vielleicht zu Beginn so ein bisschen zu dem Thema ethischer Einordnung von Robotics und künstlicher Intelligenz in die digitalen Arbeitsabläufe in den kommenden Jahren. Warum halte ich das jetzt wieder zurück von der politischen Seite und ethischen Seite hin in das Arbeitsumfeld und das Organisationsumfeld in Ihrem Unternehmen? Warum ist Robotics oder sind Robotics und KI tatsächlich so wichtige Kerntechnologien durch die oder auf dem Weg in die digitale Transformation unserer Ökonomie, weil wir einen erheblichen Teil unserer Zeit heute dafür verwenden, ich muss das jetzt mal so krass sagen, teilweise in Systemumgebungen, die aus dem letzten Jahrzehnt des alten Jahrtausends stammen, von der Basis her, in alten Systemumgebungen, abgekapselten Systemumgebungen, dass wir eine Kommunikation schaffen müssen oder einen Austausch schaffen müssen zwischen Kommunikationstools, zum Beispiel einer eingehenden E-Mail, und einem Datenpool, nämlich mein Kundeninformationssystem. Ja, und wir haben es heute, das ist Realität bei den meisten, bei der deutlichen Mehrheit in unserer Industrie haben wir die Situation, dass wenn ein Kommunikationsevent ausgeführt wird oder ein Antrag gestellt wird oder eine Frage vom Kunden kommt, dass tatsächlich manuell dafür gesorgt wird, dass der Inhalt und die Bedeutung dieser Kommunikation in das datenführende System, zum Beispiel ins CRM oder wo auch immerhin, weitergegeben wird. Jetzt können Sie sich vorstellen, es gibt hier in der Nähe von Köln große Telekommunikationsanbieter, die haben durch die Zerklüftetheit ihrer Gesamtorganisation teilweise 6, 7, 8 unterschiedlichste CRM-Lösungen, die sie haben. Das heißt, jetzt können Sie sich mal ungefähr vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, wenn Sie einen kleinen Piep machen als Kunden, ja, an wie vielen Systemenden diese Information relevant ist für diese Organisation. Jetzt sind nicht alle, wir sind jetzt nicht alles Weltkonzerne, die jetzt hier in diesem Call sind. Das ist völlig klar, aber ich denke, das Grundprinzip dieser Herausforderung ist klar. Und es gibt eine Studie aus dem Herbst 2018 von der Delphi Group in den USA, wonach wir gut ein Drittel unserer Zeit bei der Bearbeitung von elektronischen Vorgängen an einem Rechner, also an einem PC-Arbeitsplatz in Unternehmen, damit verpulvern, muss man einfach so klipp und klar sagen, indem wir suchen nach Informationen bzw. recherchieren nach Informationen und Daten. Wir arbeiten ja bei der ITX unter anderem mit PwC, PricewaterhouseCoopers zusammen, mit Capgemini, mit der T-Systems, die alles Integrationspartner unter anderem von unseren Lösungen sind. Die haben in eigenen Studien dieses Studienergebnis aus den USA nicht nachvollziehen können und halten 38% für durchaus seriös hoch. Aber hey, streichen Sie 13% davon weg, gehen wir auf 25%, es sind immer noch 25% zu viel. 25% unserer Zeit am Arbeitsplatz verplempern wir damit, dass, und ich glaube, das gilt im B2B genauso, dass wir eine E-Mail bekommen und wir erstmal schauen müssen, worum geht's denn da? Ich will Ihnen ganz gerne ein Beispiel nennen, um die Bedeutsamkeit von automatisierten Prozessen für die digitale Zukunft aufzuzeigen. Wenn Sie mich in Anschluss an dieses Webinar hier jetzt anrufen, ja, und mein Handy schellt und ich sehe Ihre Nummer, dann weiß ich nichts anderes als im Zweifel, von wo Sie anrufen. Ich weiß nichts darüber. Das bedeutet, wir fangen eine Kommunikation an und ich muss erstmal genau schauen, wer sind Sie eigentlich? Von welcher Firma sind Sie da? Haben wir bisher schon Kontakt zu Ihrer Firma gehabt? Hatten wir schon über gewisse Inhalte gesprochen? Kenne ich schon etwas über Ihre Anforderungen in Bezug auf die Automatisierung von Prozessen? Das heißt, ich fange in der Kommunikation bei Null an. Schnitt. Wenn Sie mir eine E-Mail schicken, habe ich rein theoretisch die Möglichkeit, den Inhalt dieser E-Mail dahingehend zu untersuchen, dass ich untersuche, wer sind Sie?
Von welchem Unternehmen kommen Sie eigentlich? Hatte ich schon mal Kontakt mit Ihrem Unternehmen? Was haben wir im Rahmen dieses Kontakts besprochen? Was gibt es für Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir schon gesprochen haben? Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir leben in einer vernetzten Welt, wo mir, bevor ich Ihre E-Mail überhaupt öffne oder die Kommunikation mit Ihnen beginne, wo mir ein System schon dann sagt, gleich wird die Frau Müller anrufen von der Firma ABC. Und da hatten wir dieses und da hatten wir jenes. Also, was ich einfach sagen will, das ist im privaten Umfeld versuchen wir, alles zu steuern und im Griff zu haben, was in der Zukunft passiert. Deswegen gibt es Wetter-Apps etc. pp. Und ich glaube, im geschäftlichen Umfeld müssen wir auch die Barrieren in unserem Kopf ein bisschen abbauen und zulassen, dass wir bei der Bearbeitung von Vorgängen etwas assistiert werden. Und jetzt sind wir auch schon bei dem Thema eigentlich, Kontextdaten. Ich komme gleich auch nochmal auf Robotics in dem Zusammenhang zu sprechen. Die Bedeutung von Kontextdaten. Wie ich eben gesagt habe, wenn heute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einen Kommunikationsvorgang bekommen, wie ich eben an dem Beispiel, glaube ich, recht plakativ zeigen konnte, dann geht es immer um den Kontext. Wir verschwenden unsere Zeit, uns Gedanken darüber zu machen und zu recherchieren, was da gerade ist. Also wenn eben Ihre E-Mail, ich nehme jetzt mal das Beispiel, Ihre E-Mail geht ein, ich habe Dokumenten und Belege vielleicht irgendwo in den Postfächern, die darauf hinweisen, was Sie wollen könnten oder worüber wir reden werden oder was Ihre Anforderungen sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch Einträge in unserem CRM-System, wann denn das letzte Mal Kontakt war, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen heißen und so weiter und so fort. Das muss ich mir alles manuell zusammensuchen. Und ich glaube, jetzt wird eben auch klar, was eigentlich dieses grundsätzliche Problem ist. Das sind Medienbrüche. Das heißt also, die Informationen sind überall, aber nicht in einem System. Und das werden wir auch niemals haben. Das gibt es nicht. Es wird dieses eine System, wo Sie alles drin machen, wird es nicht geben. Das heißt, Sie werden es immer mit einer Zerklüftetheit von Systeminfrastrukturkomponenten zu tun haben. Deswegen sind ja solche Integrationspartner wie die Convenio so gefragte Spezialisten im Markt, die eben genau helfen, Technologien auch passgenau einzuführen in Ihre Organisation. Ja, und das sind so diese Herausforderungen. Vergessen Sie nicht, die Kontextdaten sind entscheidend, wenn Sie automatisieren. Und das ist natürlich, Kontextdaten sind wieder ein Schritt über die Robotik. Und genau, dazu später mehr, wie Robotik und KI denn so zusammenpassen. Noch ganz kurz, ich hatte eingangs gesagt, ich habe das Vergnügen, Vorsitzender des Arbeitskreises Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom zu sein. Und das sind genau solche Themen, mit denen wir uns beschäftigen, mit der Verbesserung der Arbeitsabläufe, mit einem menschlicheren Arbeitsumfeld, wo eben das lästige Links kopieren und rechts einfügen nicht mehr sein muss. Wir sehen hier Kollegen unter anderem für die Claudia von der Deutschen Telekom, aber auch den Jörg Bezier von Accenture, die Nicole von IBM, den Sebastian Wieczorek, der in der Enquete-Kommission des Bundestages für künstliche Intelligenz für uns gesessen hat von der SAP. Und genau, also wir sind tatsächlich über das normale berufliche Maß auch fast schon im privaten Umfeld eigentlich dafür angetreten, Deutschland wieder zu einer führenden Nation zu machen, wenn es um die Technisierung unserer Arbeitswelt geht. Und das ist auch mein Job schon immer gewesen. Vielleicht ganz kurz noch die Sales-Folie, die Werbefolie dazu. Die ITIX kennen viele von Ihnen als Automatisierer von E-Mail. Wir sind mit Sicherheit einer der größten KI-Anbieter und bekanntesten KI-Anbieter mit Anwendungen in 24 Ländern. Und in Summe helfen wir bei über eine halbe Milliarde schriftbasierter Kontakte und Seiten Unternehmen dabei, herauszufinden, worum geht es in einem textuellen Sachverhalt und was sind die Fachdaten, die darin relevant sind. Und wir werden später, das wird mein geschätzter Kollege Peter noch machen, wird darauf eingehen, warum das so wichtig ist, dass wir wissen, wo Daten stehen. Ja? Also, weil Robotik ist eine tolle Geschichte, nur wenn der Roboter nicht weiß, wo das Glas steht, was er in den Schrank stellen soll, sondern es erst suchen muss, dann kann ein Roboter nicht wirken. Ja? Und künstliche Intelligenz gibt dem Roboter im wahrsten Sinne des Wortes das Gehirn und das Auge, um eben auch mit Maß und mit Intelligenz die Prozessautomatisierung oder Task Automation, wie wir es gerne nennen, dort mit einer kognitiven, mit einer intelligenten Komponente zu unterstützen.
Und das machen wir auch bei der ITIX. Unser Kernprodukt ist, das nennt sich eine AI-Plattform, wo die, wie Sie es hier sehen, die schriftbasierten Informationen eingehen. Und ganz wichtig, für uns ist sowohl der Kunde als auch der Mitarbeiter relevant. Das bedeutet, in unseren Projekten unterstützen wir nicht nur zum Beispiel mit der Front-Office-Lösung Thinkowl, um nur ein Beispiel zu nennen, die Mitarbeiter, dass alle im Kontext relevanten Informationen im Moment der Kontaktaufnahme zur Verfügung stehen, sondern eben auch den Kunden, wie Sie es hier sehen, mit der Smartphone-Unterstützung, wo durch die Fotofunktion auf dem Smartphone textuelle Situationen oder zum Beispiel Belege erfasst werden können und aktiv in den Geschäftsprozess mit eingebracht werden können. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich auch Ihnen mal Hallo sagen könnte und mein Video starten könnte, was hoffentlich jetzt auch übertragen wird. Genau. Das Problem bei Robotics ist nämlich, wie ich es eben angedeutet habe, dass der überwiegende Anteil der im Unternehmen relevanten Fachdaten tatsächlich unstrukturiert zur Verfügung stehen. Nur, das sind Schätzungen, die schon einige Jahre her sind, die sich nicht wesentlich verändert haben. In den letzten Jahren nur 20% der Geschäftsinformationen, die relevant sind in Unternehmen, sind in strukturierter Form vorliegend. 80% sind unstrukturiert. Darauf wird Peter Beckschäfer im weiteren Verlauf gleich auch nochmal genau diesen Punkt, das nennen wir das RPA-Dilemma, wird Peter gleich nochmal drauf eingehen. Insofern möchte ich dem nicht vorgreifen. Aber mein Eindruck, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist hier, dass wir tatsächlich nicht nur durch Covid-19, das ist jetzt nochmal ein Accelerator, also ein Beschleuniger, aber wir haben es tatsächlich mit der neuen Digitalisierungswelle zu tun und die findet auf den Schreibtischen statt. Wir sind in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs und ich will jetzt nur mal aus aktuellem Anlass die Förderindustrie, die Fördermittelindustrie nehmen. Ja. Jetzt im Zuge von Covid-19, aber auch wenn es um Förderprogramme vom Bundeswirtschaftsministerium geht. Sie glauben doch nicht, wenn jetzt Ihr Nachbar ein Restaurant hat und einen Antrag stellt, dass er Covid-Unterstützung bekommt. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass da irgendwo beim Staat jemand sitzt und überprüft, ob das stimmig ist, was in den eingereichten Dokumenten steht. Unser Staat ist nicht dazu in der Lage, per heute das zu machen. Das muss alles manuell passieren. Ich muss also tatsächlich die eingereichten Informationen nehmen. Und da ich ja keinen Zugriff auf die Finanzdaten habe vom Finanzamt, muss ich tatsächlich manuell überprüfen. Und Sie können sich vorstellen, dass das grob stichpunktartig passiert, ob denn überhaupt der Antrag, den Sie gestellt haben, berechtigt ist. Und genau das, was ich jetzt so ein bisschen despektierlich, bitte nehmen Sie mir das nicht übel, bei einem Staat unter den Tisch gehangen habe, passiert aber natürlich auch in ganz anderen Bereichen und in Industrien. Hier sehen Sie nur einige Beispiele. Im Übrigen ist bei uns im Web unter beispielhafte Vorgänge gibt es eine Liste, genau eine Liste, die weiterführt als die, die Sie hier sehen, eine Liste der typischen Geschäftsvorfallsarten, die wir in unterschiedlichen Branchen haben, die tatsächlich überwiegend heute noch manuell bearbeitet werden. Ja. Dabei geben Roboter und KI uns die Möglichkeit, bei einem eingereichten Antragsprozess nicht nur zu identifizieren, wer wir sind, ja, sondern auch zum Beispiel einen Plausibilitätscheck zu machen, sind die eingereichten Unterlagen vollständig. Ja, stellen Sie sich vor, Sie stellen einen Antrag irgendwo, ja, und warten eine Woche, bis das einer bearbeitet und dann kriegen Sie eine Nachricht zurück, ja, da fehlt aber was, müssen wir alles nochmal von vorne machen. Ja, warum versuchen wir nicht sicherzustellen, dass Maschinen uns dabei assistieren, in dem Moment, wo wir eine Information übertragen, schon zu sagen, hey, Moment, da fehlt aber was, du musst noch einen Beleg einreichen. Ne? Und dazu sind Roboter und Maschinen natürlich wunderbar in der Lage. Und ich glaube, wir brauchen jetzt keine ethische Diskussion mehr darüber zu führen, dass es nicht notwendig ist, dass Menschen die Vollständigkeit von Antragsverfahren überprüfen und die Vollständigkeit von vorliegenden Daten, ja? Sondern da können wir uns tatsächlich ruhig von den Maschinen unterstützen lassen. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zu ein paar Zahlen, gerade die, mit denen ich natürlich tagtäglich durch mein Amt beim Bitkom in Kontakt komme. Nämlich, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, man merkt ganz klar, dass die deutschen Unternehmen verstanden haben, dass KI und Robotics ein ganz wichtiges Thema sind.
Der CEO von IBM, gut, okay, können Sie jetzt sagen, ist klar, dass der das sagt, aber ich finde das tatsächlich zitierenswert. Der CEO von IBM hat gesagt, jedes Unternehmen wird Ende dieses Jahrzehnts in irgendeiner Form ein KI-Unternehmen sein müssen. Ja. Ich bin gewollt unter der Einschränkung, dass es vielleicht nicht unbedingt die Bäckerei und die Metzgerei an der Ecke betrifft, aber dass ich Ihnen da recht geben würde. Also die gute Nachricht ist, die Vorzüge der intelligenten Automatisierung in unserer Serviceökonomie sind eindeutig erkannt worden, wie man hier sieht. Das ist eine Umfrage von Bitkom, die im April vergangenen Jahres veröffentlicht worden ist. Aber ich muss ganz klar auch sagen, ja, erschreckend ist, das ist die schlechte Nachricht, erschreckend ist, das schauen Sie mal rechts, das Thema kein Thema. Also es gibt immer noch, im April 2020 gab es immer noch 70% der Unternehmen befragt, also repräsentativ befragte 1000 Unternehmen, die gesagt haben, KI ist für mein Unternehmen kein Thema. Und das finde ich immer noch absolut erschreckend. Also wenn wir bedenken, nochmal dieses Bild, dass wir in unserem privaten Umfeld eigentlich tagtäglich neue Services nutzen, die mit intelligenter kognitiven Fähigkeiten unterstützt werden und aber immer noch wir im Unternehmen meinen, dieser Zug fährt an uns vorbei, es wird alles so weitergehen wie bisher. Ja, es ist immer noch erschreckend, aber man sieht ja zumindest, dass ein deutlicher Trend da ist, sich diesem Effekt entgegenzutreten. Interessant finde ich aber in dem Zusammenhang bitte folgende Studie oder folgende Folie. Nämlich, wenn Sie Unternehmen in Deutschland fragen, wo seht ihr denn den primären Einsatz, das primäre Einsatzfeld für Robotics und künstliche Intelligenz, dann sehen Sie ganz oben mit einem deutlichen Abstand tatsächlich genau das Umfeld, über das wir heute hier reden, nämlich im weitesten Sinne das Bearbeiten von Kommunikation. Hier wird von Reklamationen gesprochen, aber ich denke, wir können es uns wagen, über diese Studie hinaus das etwas weiterzuziehen. Es geht also definitiv um Kundenkommunikation oder Vorgangsbearbeitung, Verwaltungstätigkeiten, Servicebearbeitung und andere Dinge wie Preisautomatisierung, Preisoptimierung oder zum Beispiel Bewerberauswahl. Mein letzter oder mein Podcast-Episode, die ich jetzt am kommenden Wochenende veröffentlichen werde mit einem Startup aus Köln hier, wo es um die Bewerberauswahl geht mit KI-Unterstützung. Das ist auch ein Riesenthema, aber man sieht eben hier, dass es im Vergleich zu unserem Anwendungsfeld, nämlich Kommunikationsoptimierung, doch hier etwas zurücksteht. Ja. Ein weiterer Input noch, der für Sie relevant sein könnte, nämlich das Vier-Stufen-Modell von Horvath und Partners. Das ist auch schon, wie Sie sehen, aus 2018. Das zeigt aber eigentlich so sehr schön, in welcher Entwicklung wir im Moment mit Robotics und KI unterwegs sind. Dieses Vier-Stufen-Modell ist diskutabel, ob ich das genauso abgrenzen würde. Ich würde da, glaube ich, ein Drei-Stufen-Modell draus machen. Aber gut, dieses Vier-Stufen-Modell soll uns heute in unserem RPA-Thementag so ein bisschen vielleicht eine Orientierung geben, um abzugrenzen, was bedeutet Robotics und was bedeutet kognitive Automation. Ne? In dem Vier-Stufen-Modell haben wir den Roboter, also die RPA-Anwendung an der Stufe 1. Diese RPA-Anwendung arbeitet auf Basis von regelbasierten Befehlen. Ja, ein schönes Beispiel, ich will hier mal ein ganz plakatives Beispiel nehmen. Wenn auf Ihrer Webseite jemand ein Kontaktformular ausfüllt, dann kommt das strukturiert, zum Beispiel per E-Mail oder direkt in Ihre Systemumgebung an. Das bedeutet, da steht immer hinter dem Namen ein Doppelpunkt und dann steht dann Space und danach steht Andreas, mein Vorname. Ja, da brauche ich keine kognitive Intelligenz für. Ne? Da kann ich wirklich, da kann ich, weiß ich nicht, ein Sextaner aus dem Gymnasium oder jünger, bitte nicht übel nehmen, kann ich nehmen, kann sagen, wann immer da, nimm bitte alles, was hinter dem Space steht, ja, kopier das und schieb das ins CRM als Kontaktevent. Ja, da brauche ich keine Intelligenz für. Das ist die Besonderheit von RPA. Die nächste Stufe ist die sogenannte kognitive Automation. Was ist denn, wenn der Kunde nicht das Formular auf Ihrer Webseite ausfüllt, sondern Ihnen eine E-Mail schreibt? Was ist, wenn er eine E-Mail schreibt, wo drin steht: Hallo, ich bin Andreas. Ich wohne in Köln und arbeite dort. Und ich habe da mal eine Frage. Und ich habe im Übrigen ein Konto bei euch. Und da habe ich an dem und dem Datum das und das abgeholt. Das kann ein Roboter nicht. Ein Roboter ist nicht in der Lage, in einem Fließtext die für die Bearbeitung des Geschäftsvorfalls relevanten Informationen zu extrahieren. Dafür brauchen Sie einen kognitiven Ansatz, also Machine Learning,
Was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet, wir nehmen 200 oder 250 solcher E-Mails, die Sie jeden Tag bekommen, legen die übereinander, geben die der Maschine. Und die Maschine ist dann in der Lage, anhand des extrahierten Inhaltes genau festzustellen, nach welcher Logik Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fachdaten aus unstrukturierten Sachverhalten extrahieren. Wie Plausibilitätsprüfungen gemacht werden durch Ihre Mitarbeiter, welche Belege benötigt werden, die von den Mitarbeitern geprüft und unterstützt werden. Und so ist KI in der Lage, bei der Automatisierung oder Dunkelverarbeitung irgendwo im Bereich zwischen 78, 79 und bis zu 99% dieser Geschäftsvorfälle komplett durchzuwinken und zu unterstützen. Dann gibt es die dritte Stufe, können wir jetzt darüber diskutieren. Mein Kollege Peter Beckschäfer, mit dem Sie gleich das Vergnügen haben werden, und ich sind immer der Ansicht, dass die hier eigentlich gar nicht reingehören. Die Stufe 3 sind die sogenannten digitalen Assistenten, die im Wesentlichen nur noch den Vorteil haben, dass Sie mit denen reden können. Ja? Also um wieder beim Beispiel zu bleiben, ich gehe nicht Stufe 1 auf die Website und fülle ein Formular aus. Ich gehe nicht Stufe 2 hin und schicke Ihnen eine E-Mail, sondern Stufe 3, ich spreche mit einem Dialogsystem bei Ihnen, ob jetzt sprachlich oder per Text, und sage eben, hallo, ich bin der Andreas. Ne? Und das Dialogsystem fragt mich dann, wie ist denn dein Vorname, wie ist dein Nachname? Auch da ein kurzer Hinweis zu der Diskussion über Chatbots und ob die jetzt kognitiv sein müssten oder nicht. Ich sage immer dazu, die best funktionierenden Chatbots haben mit KI überhaupt nichts zu tun. Ja? Nämlich sehe ich bei guten Versicherungen auf der Webseite, wenn ich eine Hausratversicherung berechnen will, dann fragen die mich, hey, du willst eine Hausratversicherung berechnen? Alles klar. Vorname, Nachname, wie groß ist die Bude und so weiter und so fort. Sogenannte geführte Funktionen, wie wir sie zum Teil auch in unseren Hackathons gemeinsam mit der Telekom eingesetzt haben, die wir ausnahmslos gewonnen haben, durch diese Mischung von geführter Assistenz über Smartphone mit dem Kunden und dem Anfrager, geführter Assistenz und KI im Hintergrund. Und die große vierte Stufe sind die sogenannten autonomen Agenten, die also tatsächlich auch Entscheidungen treffen. Ja, das passiert bei unseren Kunden in ganz, ganz geringem Umfang noch. Ein großes Telekommunikationsunternehmen geht beispielsweise im HR-Management, also in der Personalabteilung hin. Und da gibt es einige Prozesse, die tatsächlich durchautomatisiert werden. Wir sprechen in der Branche da von der sogenannten Dunkelverarbeitung. Wenn Sie also beispielsweise bei Ihrem Unternehmen arbeiten und Sie wechseln Ihre gesetzliche Krankenversicherung, dann kriegen Sie von der neuen Krankenversicherung einen Beleg. Ja, da steht alles drin. Der Andreas ist jetzt bei uns versichert mit der und der Nummer und er muss das und das bezahlen und bitte hierhin überweisen und so weiter und so fort. Und diese Dinge werden bei dem Unternehmen tatsächlich dunkel verarbeitet. Das schaut sich kein Mensch mehr an, ja, weil die Qualität der Automatisierung ein so hohes Maß erreicht hat, dass man sich das nicht mehr anschauen muss. Also soweit die vier Stufen hier und ebenso von Horvath und Partners möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Eine ganz interessante Studie darüber, wie weit ist denn dieser Einsatz mit den vier Stufen, die wir gesehen haben. Sie sehen also hier jetzt oben der Einsatz von RPA bis unten autonome oder dunkel verarbeitende Systeme, nenne ich sie jetzt mal. Und dann sehen Sie eben, dass tatsächlich noch sehr, sehr viel zu machen ist. Allerdings sieht man hier auch, dass es höchste Zeit ist, dass Sie sich in Ihrer Organisation mit dem Thema RPA auseinandersetzen und wahrscheinlich auch etwas größer. Also ich möchte da nur noch mal zustimmen, Verena, was du eben gesagt hast. Es gibt unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen. Es gibt nicht diese eine Lösung, die wir da sehen. Also insofern höchste Zeit, wenn Sie sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, dass Sie das jetzt tun. Und auch höchste Zeit für uns, dass wir mehr dafür die Trommel rühren, wie Sie es hier sehen, dass wir eine klare Abgrenzung der Themen haben. Das ist eine Umfrage von der IDG, die ist sogar relativ frisch, wie Sie oben sehen, aus 2020. Bei dieser Umfrage hat mich das ein bisschen geschockt, weil in der Umfrage sind Unternehmer gefragt worden, ob sie denn KI-Methoden verwenden würden, um Roboter zu unterstützen. Ja, und dann wurde gesagt, ja, ein Drittel der Leute, also die Sie hier ganz links sehen, haben gesagt, ja, wir nutzen Zeichenerkennung. Gut, jetzt kann man darüber diskutieren, inwieweit eine Zeichenerkennung etwas mit Algorithmik zu tun hat oder mit KI zu tun hat. Also faktisch mit Algorithmik hat sie nichts zu tun, mit KI vielleicht, weiß ich nicht genau. Das muss sich jetzt jeder selber definieren, zumal ja die Definitionen von kognitiver Unterstützung weitreichend sind und ganz unterschiedlich sind. Für mich persönlich hat das nichts damit zu tun. OCR ist eben einfach nur die Technologie, die jetzt aus einem abfotografierten Bild einen Buchstaben macht. Gerade das, und damit möchte ich schließen, das zeigt eben auch unsere Problematik,
heute ein Roboter nimmt, wenn Sie heute einen Beleg haben und da steht ein Manfred Weber als Name, dann sind OCR ganz gerne mal in der Lage, aus dem B in Weber eine 6 zu machen. Und dann haben Sie also einen Kunden, der heißt W6er. Ja, der existiert natürlich in Ihrem CRM nicht. Ne? Was passiert, wenn Sie einen Robotprozessor haben? Stopp, ne? Da geht natürlich nichts weiter. Weber kenne ich nicht, also muss ein Mitarbeiter helfen. Und KI ist natürlich in der Lage, genau diesen Zahlendreher, in dem Fall den Buchstabendreher, natürlich rauszufiltern und zu sagen, das kann nur, wenn ich die anderen Daten mir anschaue, das kann nur genau dieser Kunde sein. Und dann geht der Prozess trotzdem weiter. Und das wird, meine Damen und Herren, in den kommenden Jahren darüber entscheiden, ob Sie tatsächlich ein weitestgehend intelligent automatisiertes Unternehmen, eine Organisation sein werden. Denken Sie immer dran, jedes Unternehmen wird in 10 Jahren ein KI-Unternehmen sein oder eben nicht. Und das sind Themen, mit denen man sich auseinandersetzen will. Und schließen will ich mit dem nächsten Schritt hinter der Robotik. Wir sind bei ATX davon überzeugt, in dem Moment, wo Sie die Fähigkeiten von Robotern, Geschäftsinformationen von links nach rechts zu transportieren und damit den Medienbrüchen in unserer IT entgegenzuwirken. Wenn Sie das verschmelzen mit der Fähigkeit, kognitiv Informationen zu sortieren und zu strukturieren, denn ne, Sie haben gemerkt, darum geht es jetzt. KI strukturiert etwas, damit der Roboter es weiterleiten kann oder weiterverarbeiten kann. Diese Fähigkeit wird in der Industrie mit Intelligent Process Automation beschrieben, also IPA, kurz Gartner nennt das so, Forrester nennt das so. Ich glaube, IPA oder die Intelligent Automation und das Intelligent Enterprise im Allgemeinen wird ein ganz, ganz wichtiges Thema in den kommenden Jahren sein. Zum Abschluss noch 4 Tipps. Wenn Sie sich mit Robotik und KI auseinandersetzen, denken Sie immer dran, holen Sie sich einen C-Level-Sponsor. Mein Kollege Peter Macherei, also aus der Geschäftsführung, mein Kollege Peter Beckschäfer, den Sie gleich hören werden, in ungefähr einer halben, dreiviertel Stunde wird Ihnen noch mal einen Hinweis dazu geben, wie viele RPA- und KI-Projekte scheitern, und wie Sie das umgehen können. Dann nehmen Sie immer die Mitarbeiter mit, wenn Sie an solchen Robotik- und KI-Projekten sind, immer früh genug die Mitarbeiter mit einbeziehen und teilhaben lassen, tatsächlich an der Veränderung in Ihrer Serviceökonomie, in Ihrer Serviceorganisation. Dann immer die gute Frage, make or buy. Eigentlich muss man in Bezug auf Robotics und KI sagen, beides. Ja, die Themen sind so wichtig, dass Sie selber Wissen aufbauen müssen und eigentlich nicht Standard nehmen können. Und als letztes, vergessen Sie nie den Business-Nutzen. Also ich habe viele KI-Projekte sterben sehen, weil jemand im Vorstand gesagt hat, wir müssen was mit KI machen. Und dann hätte man sich vielleicht vorher ein bisschen mehr Gedanken darüber machen sollen, was man denn eigentlich genau erreichen will, was man unterstützen will. Genau, es gibt viele Beispiele, was man unterstützen kann. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Also ein paar Anwendungsbeispiele aus dem Bankenbereich, aus dem Versicherungsbereich, aus der Energieversorgung, aus dem Handel, wo man zeigen kann, wie die Kommunikation von Robotics und KI entscheidende Verbesserungen herbeiführen konnten. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, Sie finden auf der itix.de meinen Leitfaden, so wird Ihr KI-Projekt erfolgreich, wo ich ein bisschen tiefer sowohl auf die Probleme bei KI-Projekten eingehe, als auch auf die eben genannten Erfolgsgeschichten. Und im weiteren Verlauf werden wir aber mit Sicherheit gleich noch die Möglichkeit haben, da ein bisschen näher drauf einzugehen. So, das war eine Punktlandung. Ich habe es ja gesagt, Verena hat es gewusst. Sie musste mir die 5 Minuten noch rüberschieben, sonst hätte ich es nicht geschafft. Ich freue mich noch auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Verena. Also wir haben tatsächlich ein paar Fragen reinbekommen. Andreas, für dich eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass der Begriff KI nicht einheitlich definiert ist. Können Sie bitte Ihren KI-Begriff definieren? Ja, es ist vielen Dank für die Frage. Ich habe irgendwann bei 100 aufgehört zu zählen. Also wenn Sie eingeben in Google Definition KI und wenn man jetzt mal die ganzen FAQs mal rausschiebt, wo Unternehmen wie unter anderem die ITX versuchen, sie ja dann auf unsere Webseite zu kriegen, sondern Sie schauen sich die wissenschaftlichen Definitionen an, gibt es eine unglaubliche Fülle. Meine persönliche Definition ist es, künstliche Intelligenz oder Algorithmik helfen dabei, einen von Menschen abgewickelten
systemischen Vorgang algorithmisch abzubilden, sodass eine Maschine den nachempfinden kann. Aber wie gesagt, es gibt hunderte unterschiedliche Definitionen. Wichtig ist, genau genommen sind Spuren einer Algorithmik schon in der Pivot-Tabelle von Excel mit drin. Ich persönlich gehöre aber zu den Leuten, die sagen, Excel hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Perfekt. Ich habe noch eine zweite Frage, die für dich ist. Wo verorten Sie den inneren Widerstand der deutschen Unternehmen? These von mir, einerseits ein Missverständnis, RPA ist unbekannt und man vermutet dahinter irgendeinen Industrieroboter. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Gerade solche Themen wie die DSGVO sind ja nicht nur in Bezug auf die Customer Service Industrie, also für die meisten, die wir heute hier eingeschaltet haben, ein ganz wichtiges Thema, sondern Sie, wenn es nicht glauben, auch in Bezug auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Algorithmik in Unternehmen, ist die DSGVO ja ein Riesenthema, weil ich glaube, das versteht jeder hier. Je mehr Daten ich habe und Beispiele, umso schneller lernt ein Algorithmus. Das ist genau dasselbe wie mit unseren Kindern. Je häufiger ich mit meiner vierjährigen oder fünfjährigen Tochter beim Abendessen mit Messer und Gabel sitze, umso schneller wird es funktionieren, dass die wunderbar damit umgehen kann. Das ist völlig klar. Je mehr Training, umso besser nachher das Ergebnis, was hinten rauskommt. Und wir haben schon in Europa und Deutschland natürlich den Nachteil, dass wir nicht wie die Chinesen in Shanghai mal ebenso irgendwo unsere Trainingsdaten herbekommen und wupp, haben wir ein neues Modell. Und schon läuft das, dass es da Herausforderungen gibt, die wir bestehen müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist die eine Seite der Politik. Jetzt komme ich auf die Frage zurück. Mein Eindruck, ich will den deutschen Mittelstand und deutsche Unternehmen da gar nicht schlecht machen, im Gegenteil. Also es hat sich in der Vergangenheit eigentlich immer gezeigt und ich bin da auch Zwangsoptimist, das hat sich immer gezeigt, dass wir vielleicht manchmal einen Trend nicht so schnell aufgreifen, wie die Amerikaner das machen, dass wenn wir es aber tun, dann machen wir es richtig und dann machen wir es nachhaltig. Und ich persönlich, auch wenn ich die DSGVO als Ärgernis halte, in der jetzigen Form als Ärgernis halte, grundsätzlich halte ich die für gut, ne, ein Exportschlager, aber ein Ärgernis gleichzeitig auch, halte ich es aber doch für etwas sehr Gutes, was sich in ein paar Jahren herausstellen wird, dass das unserer Ökonomie gut getan hat. Und man sieht ja jetzt schon, dass viele andere Länder sich daran eine Scheibe abschneiden und sagen, wir würden gerne dahin kommen, wo Deutschland ist in dem Bereich. Und letzter Teil der Antwort nochmal. Ich vermute tatsächlich, dass viele Aspekte dazu führen, dass wir da ein bisschen zurückhaltend sind. Im Mittelstand, Deutschland hat eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsinfrastruktur oder Struktur. Im Mittelstand ist der Austausch mit den technologischen Möglichkeiten nicht ohne weiteres möglich. Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel auch in der KI-Enquete, und da mache ich mich auch hier im Köln-Bonner Raum auch für stark, wo wir versuchen wollen, tatsächlich sogenannte Hubs zu schaffen, wo eben der Austausch zwischen jungen Leuten, Wissenschaft und Bildung und gleichzeitig der Austausch zur Industrie und den Unternehmen gefördert wird. Das ist ganz, ganz wichtige Säule der KI-Agenda der Bundesregierung, die wir auch unterstützen. Und das wird dabei ein bisschen helfen. Also insofern gebe ich dem Anfrager durchaus recht mit seiner Vermutung. Das liegt einfach daran, dass die Vorteile von Robotics und KI tatsächlich in dem Sinne noch nicht bekannt sind. Aber wie gesagt, ich bin Optimist. Ich glaube, wir werden da in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine ganze Menge bewegen. Prima, Andreas, herzlichen Dank. Wir haben noch ein paar mehr Fragen, die passen allerdings dann zu anderen Referenten. Ich würde dann die Fragen, die bisher eingegangen sind, jeweils den passenden Referenten zusortieren und würde jetzt vorschlagen, dass der Christoph Sander weitermacht mit dem entsprechenden Marktüberblick. Wir haben ja im Anschluss nachher auch noch mal eine große Frage. Und Andreas, vielen Dank erstmal. Ich sag mal bis gleich. Danke dir, Michael. Bis gleich. So, hallo, ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm schon. Sieht man den? Im Moment gerade nicht mehr, nein. Der Andreas ist jetzt noch in Farbe und in Stereo zu sehen.
Jawohl, jetzt haben wir deinen Bildschirm. Perfekt. Christoph, the floor is yours. So, hallo zusammen. Andreas, ich muss dir großes Lob aussprechen, hat mir gerade gefallen. Insbesondere, dass du eine meiner Lieblingsabkürzungen, und zwar IPA, noch eine weitere Begrifflichkeit hinzugefügt hast. Für mich war IPA bisher immer Indian Pale Ale als Bierliebhaber. Aber Intelligent Process Automation passt da natürlich sehr gut rein. So, wie vorhin schon von Verena angekündigt, werde ich mich heute mit dem Thema befassen, welche Anbieter gibt es auf dem Markt und die miteinander vergleichen. Wir haben uns dafür die vier Leader aus dem Gartner bzw. aus den Forest-Studien gesucht und haben eine weitere Technologie hinzugefügt, die wir momentan bei der wir momentan sehr viel Potenzial sehen, weil sie einfach in viele bestehende Systeme integriert wird oder in viele von Unternehmen angewendete, in vielen Anwendungsfällen genutzt wird. Und zwar haben wir hier die fünf Technologien jetzt im Vergleich. Das ist einmal das RPA-Tool NICE, das Tool von Blue Prism, SAP iRPA nennt es sich, im Prinzip ehemals Contextor, das hat SAP vor 2 Jahren aufgekauft, Automation Anywhere und UiPath. Jeder, der sich selbst für sein Unternehmen bereits mit RPA befasst hat, sollte einem dieser Anbieter bereits begegnet sein. Für uns bei Converneo ist es tatsächlich so, dass wir sowohl selbst diese Technologien anwenden. Verena hatte das vorhin erwähnt. Die Kollegen von Assist Digital aus Italien sind für diverse internationale Themen auch im Service, Unternehmen auch im Service tätig. Das heißt, viele dieser Technologien haben wir selbst bereits testen können, nicht nur bei Kunden. Wir implementieren diese Lösungen bei Kunden, sind selbst kein Anbieter. Häufig ist es aber auch so, dass wir dann ins Rennen kommen, wenn das Unternehmen versucht hat, das Tool selbst zu implementieren und an irgendeinem Punkt nicht weitergekommen ist oder die Automation nicht die vorgesehenen Ziele erreicht hat. Da wird das Thema ROI wird dann nachher nochmal aufkommen. Ich glaube, da wird sich Peter nochmal drum kümmern. Auf jeden Fall werden wir mit all diesen Plattformen arbeiten oder wir haben mit all diesen Plattformen gearbeitet oder haben das Wissen von unseren Kunden auch übernommen, wo die Herausforderungen lagen, warum etwas eventuell nicht funktioniert hat. Und genau dieses Wissen möchten wir an dieser Stelle einmal teilen. Man sieht hier schon einmal die technologischen Grundlagen. Grundsätzlich alle dieser, also jedes dieser Tools ist auch in der On-Premise-Variante, das sieht man hier an den Icons, verfügbar. Einige der Tools, NICE, Automation Anywhere und UiPath, auch im Prinzip cloud-basiert verfügbar. Automation Anywhere und UiPath haben noch einen kleinen Vorteil, dass gewisse Funktionalitäten wie Reports und die Administrationsbereiche auch für Mobilgeräte nutzbar sind, sodass die entsprechend verantwortlichen Supervisor, wie vorhin Verena Ebrecht das genannt hat, ihre Tätigkeiten im Prinzip auch mobil durchführen können. So, fangen wir an mit dem Bereich Performance der Lösung als ersten Vergleichsfaktor. Wir gehen nicht ausschließlich jetzt auf die Zeiten ein, das werden wir später sehen, sondern wie gut sind die Tools in den einzelnen Bereichen. Hier, das ist, was die Ergebnisse hier sind jetzt nichts, was man irgendwie an Messwerten abhängig machen kann. Das sind unsere Erfahrungen und die Erfahrungen unserer Kunden aus den letzten Jahren, die wir gesammelt haben. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, bei uns funktioniert das aber alles reibungslos, dann kann das sein. Das hier ist eine Zusammenfassung aller Erfahrungen, die wir so gesammelt haben. Hier sieht man ganz klar, dass für die Themen
Frontend-Automation, die drei Tools NICE, Automation Anywhere und UiPath ja, führend sind in der Performance. Bei Blue Prism ist der Fokus tatsächlich eher die Dunkelverarbeitung, sodass die Frontend-Automation nur mit einigen Tricks und Kniffen überhaupt möglich ist. Bei SAP, IRPA beschränkt sich natürlich die Automation sehr stark auf SAP-Umgebung. Das Gegenteil, die Dunkelverarbeitung, da sind alle Tools gut. Wir kommen aber an einigen Stellen, das sehen wir gleich noch, zu den eigentlichen Unterschieden auch in der Dunkelverarbeitung. Verena Ebrich hat das vorhin auch schon erwähnt. Citrix-Fähigkeit besitzen grundsätzlich alle dieser Tools, sofern sie die Möglichkeit haben, die Tools oder die Lösung innerhalb ihrer Systemlandschaft zu installieren. Das ist Dienstleistern nicht immer möglich. Deswegen gibt es, da kommen wir nachher nochmal zu, gibt es ein paar Einschränkungen, wie im Prinzip von außen auf Citrix-Umgebung oder auf virtuellen Umgebungen im Allgemeinen gearbeitet werden kann. Die Frage aber, ob das Tool grundsätzlich Citrix-tauglich ist, ist uns sehr häufig über den Weg gelaufen und wir können sagen, ja, grundsätzlich sind all diese Lösungen Citrix-tauglich. Was die Execution Speed angeht, das heißt die eigentliche Geschwindigkeit der Prozessausführung, nehmen sich diese Tools bei ähnlichen Prozessen grundsätzlich nichts. Allerdings, wenn es dann um die Skalierbarkeit der Prozesse geht, das heißt, wie viele können davon gleichzeitig ablaufen und in welchem Ausmaß können diese Prozesse durchgeführt werden, da stoßen einige Tools an ihre Grenzen. Klare Sieger an der Stelle sind Blue Prism und NICE, die tatsächlich in ja, Large-Scale-Umgebungen sehr gut arbeiten, auch dort sehr schön steuerbar sind. Automation Anywhere und SAP haben, weil sie wissen, dass es ab einer gewissen Menge Schwierigkeiten gibt, haben sie Limitierungen in der Anzahl einsetzbarer Bots pro, ich sag mal, Verwaltungseinheit, Orchestrator oder wie sich das bei dem jeweiligen Tool nennt, implementiert, damit genau diese ja, diese negativen Effekte von Large Scale, das heißt von Einsätzen über 10.000 Bots hinaus, also parallel laufenden Bots hinaus, dass diese Einschränkungen gar nicht erst aufkommen. Aber deswegen gibt es hier einen Punktabzug. UiPath hat so eine Schranke derzeit nicht. Das kann dazu führen, dass ja, bei einsatzparalleler Bots in einer Menge von über 10.000, dass es dort zu Schwierigkeiten kommt. Ab und zu gibt es dann Crashs, die dafür sorgen, dass die Bots neu gestartet werden müssen, etc. So, kümmern wir uns oder schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Funktionen und Features der Tools an. Eine, ja, der für uns, auch für unsere Kollegen, wichtigsten ja, Tools und, oder Features der Tools ist das sogenannte Screen Scraping bzw. das Recording von dem, was Mitarbeiter in der Oberfläche tun. Viele der Tools unterstützen tatsächlich dieses, ich schaue mir 100 Mal an, was der Mitarbeiter macht und danach kann ich den Prozess selbst durchführen. Oder aber ich mache dem Bot einmal vor, wie ich eigentlich den Prozess genau durchführe, definiere die Felder, die beschrieben werden müssen, wo Informationen herbezogen werden, sodass die Bots in der Lage sind, den Prozess durchzuführen. Das ist dann immer so, dass der Prozess an der Stelle noch nicht automatisiert ist, aber der Bot könnte tatsächlich danach die Interaktion des Users mit dem Frontend nachahmen. Der einzige Anbieter, der das nicht bietet, ist an der Stelle Blue Prism. Das liegt so ein bisschen daran, dass der Ansatz von Blue Prism, wie man vorhin schon gesehen hat, eher das Thema Dunkelverarbeitung und die Optimierung von vielen kleinen Prozessen
in der Dunkelverarbeitung ist, sodass dieses Screen Scraping an der Stelle dann auch nicht mehr wirklich sinnvoll ist. So, wir hatten vorhin das Thema OCR schon. Grundsätzlich bieten alle diese Tools die Möglichkeit, irgendwie eine OCR anzubinden oder haben sie bereits als, ja, als Third-Party-Application im Petto. In der Regel ist es dort, ist es irgendeine Abby-Variante, die dort integriert ist, sodass die optische Zeichenerkennung auch umgesetzt werden kann. In Zusammenhang mit dem nächsten Feature kommen wir eigentlich zu dem Knackpunkt, den ich vorhin zum Thema virtuelle Umgebung genannt habe. Und zwar ist das das Screen Capturing. Hier geht es darum, dass, wenn Sie nicht in der Lage sind, in eine virtuelle Umgebung die Lösung selbst zu installieren und die Bots im Prinzip von dort laufen zu lassen, dann sind Sie gezwungen, von außerhalb in, nennen wir es, ich glaube, Citrix ist allen am geläufigsten, von außen in einer Citrix-Umgebung zu arbeiten. Das bedeutet, dass das Tool eigentlich nicht, zum Beispiel, wenn Sie dort in einer SAP-Umgebung arbeiten, nicht von außen auf SAP zugreifen kann, sondern was der Bot macht, ist, er ist gezwungen, so wie Sie es auch an Ihrem Rechner sind, das mit dem Bild zu arbeiten. Und Sie bekommen im Prinzip das Video übergeben in Ihrer Citrix-Umgebung und müssen auf diesem Bild arbeiten. Das können nicht alle Tools, denn hierfür ist es notwendig, dass das Tool in der Lage ist, eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Prozessausführung zu machen, um die Felder der Anwendung auszulesen und zu interpretieren, ist das jetzt dieses Feld, was ich tatsächlich beschreiben möchte oder was ich auslesen möchte. Diese Funktionalität bieten tatsächlich nur Automation Anywhere, UiPath und NICE. Die anderen beiden, Blue Prism und SAP, bieten das nicht. Das heißt, wenn Sie gezwungen sind, als Business Outsourcing Provider dort ihre im Prinzip die Prozesse ihrer Kunden für sich selbst zu optimieren, um die Marge zu steigern, um ihre Kosten zu reduzieren, gleichzeitig Qualität zu steigern, dann sind sie bereits ausgeschränkt in der Auswahl der Tools. So, dann ein wichtiger weiterer Faktor ist das Thema, wie können bereits umgesetzte Automationen wiederverwertet werden. Das hängt damit zusammen, dass an vielen Stellen auch fachbereichsübergreifend eigentlich ähnliche Anwendungsbereiche in Lösungen genutzt werden, ob es nun das CRM-System, das ERP-System oder welches System auch immer ist. Es werden ähnliche Bereiche benutzt, das heißt, rein theoretisch müsste man, wenn man einen Bereich einmal automatisiert hat, alle Felder identifiziert hat, die notwendig sind, müsste man diese Automation nicht, also nur in Teilen wiederholen oder neu schreiben für die neue Abteilung. Und diese Wiederverwertbarkeit, das heißt, wenn man die Automation einmal erstellt hat, spiegelt sich hier wieder. Hier besitzen die Tools unterschiedliche Ansätze, wie das Wiederverwerten realisiert werden kann. Bei NICE ist es ein recht einfaches Copy und Paste aus Projektbibliotheken. Projekte sind dann meistens fachbereichsspezifisch, sodass die Übergabe aus den Bibliotheken dann doch ein bisschen schwieriger wird, deswegen keine volle Punktzahl. Blue Prism hat dort einen globaleren Ansatz, weil das eher der Entwickleransatz ist. Dort gibt es große Client-Bibliotheken, sodass alle Unternehmensbereiche tatsächlich auf alle bestehenden Automationen zugreifen können. Bei UiPath und SAP sind es Projektbibliotheken, aus denen man sich die bestehenden Automationen ziehen kann. Automation Anywhere verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Hier ist es tatsächlich möglich, bestimmte Blöcke über bestimmte smarte Adapter zu kreieren und mit diesen smarten Blöcken in Folgeprozessen weiterzuarbeiten oder diesen anderen Prozessen wieder zu verwenden. Das ist keine Bibliothekenlogik, sondern tatsächlich eine Adapterlogik. So, dann auch ein wichtiger Punkt.
Ist es möglich, diese Tools in Drittanwendungen zu integrieren oder gibt es bereits Integrationen in andere Anwendungen? Hier haben auch wieder ja, die für Frontend ausgelegten RPA-Tools, NICE, Automation Anywhere und UiPath natürlich den Vorteil gegenüber Blue Prism und SAP IRPA. Diese sind erstmal so nicht in andere Tools integriert, weil es auch nicht deren Fokus ist. So, dann etwas, was insbesondere die Kollegen aus der IT oder die Kollegen aus den jeweiligen Abteilungen relevant ist, ist, besitzt dieses Tool im Prinzip ein Feature zur automatisierten Dokumentation von Änderungen an den Prozessen. Das heißt nicht, dass das nicht für alle Tools möglich ist. Hier sind zwei SAP IRPA und UiPath aktuell dargestellt, als es ist erstmal nicht da. Das bedeutet an der Stelle nur, dass es notwendig ist, entsprechende Reports aufzusetzen, die das gewährleisten. Das heißt, es ist auch machbar, mit diesen Tools das abzubilden. Allerdings haben die anderen drei Anbieter das im Prinzip automatisiert im Petto. Wer hat eigentlich das letzte Mal diesen Prozess freigegeben, damit er so arbeitet und wer hat in welcher Zeile welche Änderung vorgenommen? Das ist dort automatisch dokumentiert. Insbesondere bei Blue Prism ist dort die Dokumentation sehr, sehr detailliert. So, Anwenderfreundlichkeit ist ein Thema, das hatte vorhin Andreas Klug auch schon erwähnt. Es geht immer auch um die Bereitschaft der Mitarbeiter und der Kollegen, dieses Tool einzusetzen, das frühe Mitnehmen, wie er es genannt hatte, oder das Abholen. Das machen nicht nur die Vorgesetzten oder die Kollegen aus der IT, die das Thema treiben, sondern das macht auch die Oberfläche und wie ich sie eigentlich bediene, der eigentlichen Lösung. Wie anwenderfreundlich ist das Tool für denjenigen, der dort also nicht nur für denjenigen, der dort die Prozesse aufsetzt und überwacht, sondern auch wie der Anwender, der Endanwender tatsächlich seine eigenen Prozesse automatisieren kann, wenn es um eine Frontend-Automation geht, und wie ihn der Bot dabei unterstützt. So. Wir haben uns bei diesem Beispiel einmal an der Kette und aus unseren Erfahrungen heraus den Tücken der einzelnen Tools lang gehangelt. Das heißt, das, was als erstes passiert ist, dass man die Infrastruktur für die Lösung beim jeweiligen Unternehmen aufsetzt. Das heißt, die Server, die notwendig sind, werden aufgesetzt, müssen konfiguriert werden, etc. Und hier gibt es tatsächlich Unterschiede, wie komfortabel dieses Initial-Setup ist. UiPath hier tatsächlich sehr schnell umgesetzt, sehr schnell, ich sag mal, die Orchestrator-Räume aufgesetzt, also die Admin-Bereiche aufgesetzt. Dann hat man allerdings erstmal nur die Software stehen. Was dann notwendig ist, ist, dass die eigentlichen Operator oder die Bots ja, konfiguriert, installiert, was auch immer werden. Und hier zeigt sich dann schon, während eben UiPath noch ganz weit vorn war, ist das Anbinden der einzelnen Operator, das heißt der einzelnen Anwender der Lösung, schon sehr viel aufwendiger. Da sich Blue Prism stark auf Dunkelverarbeitung konzentriert und das weniger Setup-aufwendig ist, also ist das tatsächlich hier ein sehr großer Vorteil, die dann laufen zu lassen, einfach laufen zu lassen. NICE und Automation Anywhere, auch hier ist das Konfigurieren der eigentlichen Operator-Clients sehr einfach. So, kommen wir zu einem aus meiner Sicht relevanten Beispiel. Das ist das Code-Free Development. Also, welche Coding-Skills sind eigentlich notwendig, um das Tool einzusetzen? Ich sag's mal so, NICE und UiPath
verfügen über sehr einfache Oberflächen für denjenigen, der die Automation durchführt, um ja per Drag and Drop entsprechende Elemente zu verschieben, entsprechende Buttons zu benutzen. Automation Anywhere relativ ähnlich. Das heißt, jeder, der irgendwie mit Prozessdiagrammen arbeiten kann, der Erfahrung mit einer Business Process Management Software hat, wird auch dort in der Lage sein, entsprechende Prozesse, einfache Prozesse zu automatisieren. Das ist bei den Lösungen Blue Prism und SAP IRPA nicht der Fall. Immer dann, wenn bei Blue Prism zusätzliche Applikationen genutzt werden sollen, ist es tatsächlich notwendig, dort zu coden. Bei SAP IRPA geht es um dieses Aktivieren von Aktionen. Auch hier das Klicken beispielsweise eines Buttons in SAP erfordert teilweise Entwicklungskenntnisse der Umgebung, die dort genutzt wird, sodass das nicht mehr für einen, ich sag mal, Fachanwender möglich ist, sondern es sind schon IT-Anwender oder Entwickler, die dort erforderlich sind. UiPath und Nice sind teilweise so leicht. Ich bin selbst kein Entwickler, das kann ich ganz offen sagen. Ich selbst habe aber UiPath für mich persönlich eingesetzt, um meine Reisekostenabrechnung zu automatisieren. Es ist immer so ein wiederkehrendes Thema, einmal im Monat sich eine Stunde ransetzen, alle Unterlagen zusammensuchen, die man irgendwie schuldig ist, und es in Excel-Tabelle zu übertragen, damit die Abrechnung laufen kann. Das habe ich tatsächlich automatisiert für mich selbst. Also man sieht da, das ist auch so anwendbar, dass jemand ohne Coding-Skills auch interessante und auch aufwendige Prozesse tatsächlich für sich automatisieren kann. So. Ein weiterer Punkt ist das Thema Ausnahmehandling. Verena hatte das vorhin schon angedeutet in dem ersten Slot. Es geht bei RPA in der Regel nicht darum, den tausendsten Prozess oder den einen von tausend, der anders ist als alle anderen, abzuarbeiten, sondern eher darum, viel Masse und kleinteilig zu bearbeiten. Hier, hier gibt es Unterschiede, wie die Tools in der Lage sind, diese Ausnahmefälle trotzdem zu verarbeiten oder an andere weiterzugeben. Das heißt, dieser eine von 100, der nicht funktioniert hat, was mache ich mit dem eigentlich? Dieses Ausnahmehandling ist gerade bei Automation Anywhere und Nice sehr gut abgebildet. So, Support und Community, das erfolgt jetzt so ein bisschen auf der Tonspur, denn hier haben wir einen Bereich, der sich so in Zahlen nicht ausdrücken lässt. UiPath hat beispielsweise eine sehr große Nutzer-Community, bei der man auch in der Lage ist, entsprechende Anfragen in die Community zu stellen, die von Wissensträgern dann beantwortet werden. Alle diese Tools haben aktuell den Nachteil, dass das Community und Support grundsätzlich erstmal, wenn es an Details geht, in Englisch funktioniert. Das heißt, alle Informationen, die man sich beziehen kann, sind erstmal auf Englisch. Für die meisten Anwender sollte das kein Problem darstellen, kann aber an einigen Stellen zu Hürden führen. UiPath hat noch einen weiteren großen Vorteil. Dadurch, dass sie ein sehr großes Partnernetzwerk haben, haben sie die Möglichkeit, viele Drittapplikationen oder bereits erstellte Automationen zu tauschen innerhalb dieser Community, die dann für alle bereitstehen. Interessant an der Stelle, was Support und Community angeht, ist auch das Nice nochmal gesondert zu erwähnen, denn Nice hat durch die lange Markterfahrung von über 18 Jahren, große Bibliotheken, was insbesondere, ich sag mal so, Urgesteine an Applikationen, die noch eingesetzt werden, angeht. Großer Vorteil ist tatsächlich, dass auch so alte Systeme, die von anderen teilweise nicht bedient werden können. Wir haben das Beispiel einer AS400, so einer alten Plattform von IBM, häufiger im Gespräch gehabt.
dass die entsprechenden Bibliotheken und die entsprechenden Schnittstellen dort schon stehen, weil sie im Laufe der Jahre einfach schon erarbeitet wurden. Ja, so, kommen wir tatsächlich zur Zusammenfassung. Sie werden ja im Nachgang nochmal die Präsentation bereitgestellt bekommen. Hier zur einfacheren Übersicht nochmal alles auf einen Blick. Wir müssen das jetzt alles nicht nochmal durchgehen. Aber was die Conclusio dann angeht, ist tatsächlich, wofür eignet sich das Tool am besten? Fangen wir vorne bei NICE an. NICE ist tatsächlich bei Frontend-Automation mit Entscheidungsunterstützung ein relevantes Tool. Insbesondere auch, wenn es um nachgelagerte, groß angelegte Dunkelverarbeitung geht, die mit den Beispielen, die auch Andreas Klug vorhin genannt hat, Informationen aus Voice, Chat oder KI mit einbinden. Zusätzlicher Bonus an dem Tool ist tatsächlich die implementierte Automationspotenzialanalyse. Blue Prism ist das Tool der Wahl, wenn es um wirklich große Mengen an Dunkelverarbeitung von Kleinprozessen geht. Das ist insbesondere in Banken und Versicherungen der Fall, wenn es dort um wirklich standardisierte Prozesse, die aber in sehr großer Menge erfolgen müssen, geht. Blue Prism kommt häufig auch dann zum Einsatz, wenn die eigentlichen Automationsprojekte aus der IT getriggert sind, denn die entsprechenden Coding Skills sind dort vorhanden und stellen keine Hürde dar. SAP iRPA, wie nicht anders zu erwarten, Frontend-Automation in SAP-Umgebung und da es sich bei SAP iRPA im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen um eine Pay-per-Use-Bezahlvariante handelt, sehr gut geeignet für Projekte mit geringem Initialbudget. Automation Anywhere, aufgrund der Funktionalität von Screen Capturing, was ich vorhin genannt hatte, das Tool der Wahl, wenn es um Arbeit an virtuellen Arbeitsplätzen geht, ohne die Möglichkeit von innen die Tools zu implementieren. Auch hier zusätzlicher Bonus, die Potenzialanalyse aufgrund entsprechender Analyse-Tools, die integriert sind. UiPath ist aus unserer Sicht das Tool der Wahl, wenn es um alle möglichen Anwendungen geht, die aus dem Web gesteuert werden müssen. Oder wenn entsprechende Informationen aus mehreren Tools in einem Desktop und einem Interface zusammengefasst werden müssen, was dann in der Regel Webanwendungen sind. UiPath hat darüber hinaus durch das einfache Handling noch den Vorteil, dass es häufig dann zum Einsatz kommen kann, wenn das Projekt initiiert wird durch die Fachbereiche oder die Process Owner, weil hier mit UiPath und auch mit NICE ist das möglich, die eigentlichen Process Owner in der Lage sein sollten, ihre Automation selbst durchzuführen, ohne dabei die spärlichen Ressourcen aus der IT verwenden zu müssen. So, ich hoffe, das hat ein bisschen Überblick gegeben. Michael, ich bin dann soweit durch. Christoph, perfekt. Vielen Dank. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Trotzdem haben wir ein paar Fragen bekommen, die fachlich einfach bei dir gut reinpassen. Ja. Würde die dir ganz kurz stellen, würde ich bitten, kurz drauf einzugehen. Wir haben nach hinten raus ein bisschen Puffer. Das heißt, es ist okay, wenn wir jetzt 2-3 Minuten drüber sind. Also die erste Frage war, bitte das Thema Citrix-Umgebung noch mal kurz anreißen. Welche Einschränkungen gibt es dort qualitativ, Anzahl Anbieter, Implementierung etc.? Übrigens noch ein kurzer Hinweis aus der Regie für alle Referenten. Bitte schaut in eure Chats rein. Danke. Aber Christoph, zunächst mal kurz zu Citrix nochmal. Ja, das ist relativ einfach, wie ich es beschrieben hatte. Innerhalb einer Citrix-Umgebung, das heißt auf der virtuellen Maschine, auf der Citrix dann läuft, lassen sich die Tools in der Regel alle implementieren. Uns ist zumindest noch kein Tool über den Weg gelaufen, was sich dort nicht implementieren ließ.
Wenn es allerdings notwendig ist, von außen auf die Umgebung zuzugreifen, weil man nicht die Möglichkeit hat, das Tool selber auf der virtuellen Maschine oder den Bot auf der virtuellen Maschine laufen zu lassen, dann geht das nur, wenn das Tool die Möglichkeit hat, eine Momentaufnahme des Monitors zu machen oder des Desktops zu machen, um dort mit OCR-Methodiken zu erkennen, wo es hinklicken muss. Das hatte ich vorhin gezeigt. Blue Prism und SAP IRPA sind dazu nicht in der Lage. Die anderen drei Tools beherrschen das. Falls man sich Korrekt. für andere Anbieter entscheidet, muss das tatsächlich, das ist Teil von der Feasibility Study, die Verena vorhin erwähnt hat, die bei uns immer Teil des Projektes ist, das muss getestet werden, ob das möglich ist. Auch nicht in jeder Umgebung, nicht in jeder Citrix-Umgebung kann mit dem gleichen Tool gearbeitet werden. Perfekt. DSGVO ist heute schon angesprochen worden. Sind diese Tools, die du vorgestellt hast, DSGVO-konform oder hat es hier überhaupt nichts zu suchen? Diese Fragestellung. Also ich kürze es kurz ab. Die Frage stellt sich an der Stelle tatsächlich nicht, denn der Austausch von Informationen findet in der Regel nicht mit irgendeiner Cloud oder ähnlichem statt. Solange es sich um eine lokale Installation handelt, kann man auch verhindern, dass die Daten archiviert werden. Das heißt, dass man nicht noch einen zusätzlichen Datensilo aufbaut, sondern dass sie nur zum Zeitpunkt der Verarbeitung anfallen. Das heißt, in der Regel, also wir hatten bisher noch kein Thema mit DSGVO im Zusammenhang mit Bots. Gut. Power Automate, weißt du, ob es da eine Schnittstelle zu UiPath gibt? Ist wahrscheinlich zu detailliert die Frage. Das wüsste ich so auf Anhieb nicht, das müsste ich recherchieren. Okay, gut. Kennst du Tools, die sich für insbesondere für kleine Firmen eignen? Bedeutet einsteigerfreundlich. Ich sage mal, ohne eine große IT-Abteilung. Da sind wir im Prinzip schon wieder bei den dreien, wo die Projekte eher aus Anwendersicht kommen. Das sind NICE, Automation Anywhere und UiPath. Das sind, wie gesagt, um genauer zu analysieren, welches das Tool der Wahl ist, müsste man sich die Prozesse dann anschauen und die IT-Umgebung anschauen. Aber für kleinere und mittelständische Unternehmen sind UiPath, Automation Anywhere und NICE da im Fokus. Ja. Okay. Hast du noch eine Übersicht, welche Tools für welche Branche besonders geeignet sind? Ansonsten Nein, würde ich weil da man nochmal. das auch so nicht, das kann man leider auch so nicht pauschalisieren, denn das ist eher prozessabhängig als branchenabhängig. Ja, es gibt in Branchen wiederkehrende Prozesse, die sich häufen, sodass man sagen kann, okay, diese Art von Prozess lieber mit dem Tool, aber das ist eher prozessabhängig als branchenabhängig. Okay, gut, prima, vielen Dank. Dann würde ich sagen, übergeben wir jetzt an den Peter und falls es noch weitere eher technische, anbieterrelevante Fragen gibt, können wir dann nachher im Teil um 12:30 Uhr nochmal ansprechen. Christoph, nochmal herzlichen Dank und dann übergeben wir an den Peter. Tschüss. So, meine Stummschaltung sollte jetzt auf. Ich übertrage jetzt auch meinen Bildschirm. So, welchen Bildschirm seht ihr jetzt? Einmal noch wechseln, bitte. Einmal tauschen, jawohl, das kriegen wir hin. Jawohl, perfekt. So, perfekt, alles klar. Mein Video kommt auch, oder? Jetzt gibt es das Video auch noch dazu von mir. Und wir können starten. Kleinen Moment. Seht ihr jetzt nur mich oder auch meinen Bildschirm? Beides, alles gut.
Go Alles ahead. gut. Okay, da war ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich selbst nur mich selbst sehe. Alles klar. Also, mein Part, wie automatisiert man Prozesse oder eigentlich müsste es korrektererweise sagen, heißen, wie komme ich von einer Task Automation hin zu einer wirklichen Prozessautomatisierung? Aus unserer Sicht nämlich genau durch die Kombination von Robotic Process Automation und eben künstliche Intelligenz. Der Andy Klug hat das ja in seinen Ausführungen schon ausführlich angerissen und da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen, wie das in der Praxis zu bewerkstelligen ist. So, das grundsätzliche Problem liegt nämlich eben genau in der in dem RPA-Dilemma begründet, in den oft nicht vorhandenen strukturierten Daten. Wir haben das hier mal ein bisschen visualisiert. Für uns ist eben Robotic Process Automation eben der Arbeiter, der Automat, der etwas tut. Und auf der anderen Seite, das, was ihm fehlt, ist nämlich die Intelligenz, das Denken hinter dem, was er tut. Also ein RPA-Bot heißt ja auch schon vom Begriff her ein Roboter, ist nämlich vom Begriff her ein Fronarbeiter oder ein Arbeiter einfach, der irgendetwas abarbeitet, aber niemand, der denkt, also kein Denker an erster Stelle. Und in den RPA-Projekten, ich hatte das ganz anfangs in der Moderation oder an Moderation mich auch vorgestellt. Ich kenne das RPA-Thema schon sehr lange, nämlich aus meiner alten Zeit bei der Firma Almato, als noch gar nicht der Begriff RPA überhaupt existierte, sondern wir erstmal einfach nur von einer Automatisierung gesprochen haben. Mit einem Tool, was ursprünglich eigentlich für die Unterstützung von Agenten gedacht war. Im Customer Care haben wir dann angefangen, im Backoffice Prozesse zu automatisieren. Also diese Software, die eigentlich für kleine Prozessschritte gedacht war, in längere Prozessketten einzubauen und damit eben Roboter zu bauen. Wie geht man in einem RPA-Projekt vor und wie startet man da normalerweise? Das ist hier eine Übersicht von einem damaligen und jetzt auch wieder Kunden von mir, von der BB Bank, ist eben wie da vorgegangen wird. Man startet und schaut sich erstmal die Prozesse an, die man hat. Und die Consultants und die Hersteller von RPA-Tools empfehlen dort immer, ja, sucht erstmal ein paar Leuchtturmprozesse, die möglichst gut geeignet sind. Und gut geeignet sind die Prozesse, die eben regelbasiert sind, die also immer gleich ablaufen, die in erster Linie eben strukturierte digitale Daten als Grundlage haben, wo ich eben nicht mit Bildern arbeiten muss, sondern mit Texten und Zahlen und die möglichst stabil sind und ganz wichtig eben, die eine hohe Fallhäufigkeit haben, damit hinten auch der ROI stimmt. Und diese Prozesse sind oft auch relativ einfach und deshalb aus meiner Sicht keine wirklichen Prozesse, sondern eigentlich Tasks. Dann geht es los, man automatisiert solche Tasks, die irgendwo im Backoffice anfallen und kann das sehr schnell auch zum Erfolg bringen. Damit wird dann RPA eingeführt und es werden mehr Tasks gesucht und auch automatisiert. Irgendwann ja, gehen einem diese einfachen Tasks, die in einer hohen Fallhäufigkeit da sind, vielleicht aus oder ja, der Geschmack kommt beim Essen oder der Appetit kommt beim Essen. Man denkt ja, eigentlich möchte ich viel mehr automatisieren und stößt dann eben an die Grenzen dieser einzelnen Parameter, die ich hier aufgeführt habe. Und vor allem eben an das eine, nämlich an die strukturierten Daten. Wir haben das hier mal dokumentiert nochmal, die Folie hatte, glaube ich, der Andi auch schon bei sich. Nur 20, 30% der Daten sind wirklich strukturiert vorhanden, liegen also irgendwo in der Excel-Liste, sodass ich sie nur mit einer entsprechenden Logik von A nach B transferieren muss und irgendwelche Prozessschritte durch den RPA-Bot durchführen lasse. Meistens habe ich aber längere Prozesse, wo eben als erstes Informationen ins Unternehmen hineinkommen. Gleich in dem Beispiel, was ich nehme, ist es eine Kunden-E-Mail. Es kann aber auch irgendwelche anderen Arten von Input sein, der erstmal unstrukturiert ist. Und da habe ich dann die Notwendigkeit, dass ich erstmal verstehen muss, dieser Knowledge Worker ins Spiel kommt, um diese Daten zu strukturieren und dann eventuell im zweiten Step über einen Roboter automatisiert bearbeiten lassen kann.
Und wenn wir das eben kombinieren, sprechen wir nicht mehr von einem reinen Robotic Process Automation, sondern wirklich von Intelligent Process Automation, dem IPA. Die Korrelation mit dem Indian Pale Ale, Christoph, war mir noch gar nicht so bewusst, aber stimmt, es macht es nur noch charmanter an der Stelle. Und was haben wir da für eine Ausgangssituation und wie können wir da aus unserer Sicht eben helfen? Das ist eben das Klassische, hier die Ausgangslage. Ich habe Input, der reinkommt, der wird, wenn es zu scannendes Dokument beinhaltet, muss der erstmal gescannt werden, ansonsten ist er elektronisch vorhanden, das ist eigentlich egal. Dann wird er irgendwie verarbeitet, sortiert, an Mitarbeiter übergeben und dann in Drittsysteme irgendwo eingespeist. Und wo wir da eben für den Bot helfen können, ist, dass wir eben an einer bestimmten Stelle in dem Prozess uns einklinken, die Informationen in eine KI-Plattform wie unsere AI-Plattform rausnehmen und erstmal analysieren und verstehen, was ist das eigentlich, worum geht es in diesem Fall. Ja? Wir kategorisieren also den eingehenden Input. Und dann auf Basis der Kategorie, also wenn wir erkannt haben, um welchen Geschäftsprozess handelt es sich bei diesem Fall, dann können wir die Fachdaten, die genau für diesen spezifischen Geschäftsprozess notwendig sind, für die Weiterverarbeitung mit unseren KI-Möglichkeiten oder mit regelbasierten Ansätzen extrahieren aus dem Dokument, können das dann gegebenenfalls mit Daten aus Drittsystemen, aus den Systemen, die vorhanden sind, anreichern beziehungsweise auch validieren gegen diese Daten. Oder wenn wir eben nicht ganz sicher sind, was unsere KI dort erkannt hat, kann man diesen Prozess auch mit einem Human in the Loop versehen. Das heißt, im Zweifelsfall geht das Ganze ganz kurz an den Mitarbeiter, der validiert nochmal das, was erkannt worden ist und drückt dann auf den Knopf, der sagt, nimm diesen Datensatz, der jetzt strukturiert ist und übergebe ihn an ein Drittsystem. Und genau dieses Drittsystem ist dann im Zweifel eben der Bot, weil der Bot sehr gut daran ist, die Daten dann in den Systemen weiter zu verarbeiten. Er hat eben nicht die Problematik, dass er die Schnittstellen nicht hat, sondern kann eben über eine Frontend-Integration in die Systeme dort die Prozesse entsprechend bearbeiten. Und genau diese zwei Schritte, dieses Kategorisieren und Extrahieren, ist unsere Kernkompetenz. Das möchte ich jetzt an einem Praxisbeispiel mal ein bisschen näher bringen, wie wir da vorgehen, um eben den Bot ein bisschen smarter zu machen. Das ist jetzt Praxisbeispiel, nämlich ein E-Mail, was reinkommt vom Kunden. Und das ist nämlich jetzt nicht mehr so einfach wie eben ein Formular vielleicht, was ein Kunde auf der Website ausgefüllt hat. Das wäre schön, wenn die Kunden die alle nutzen würden, weil dort sind die Daten eben dann strukturiert, wenn sie rauskommen. Nein, ein Kunde kommuniziert so, wie er kommunizieren möchte, in diesem Fall eben mit einer E-Mail. Und in dieser E-Mail haben wir jetzt nicht nur ein Thema, eine Kategorie, sondern mehrere. Das ist also schon die Königsdisziplin dann auch später in der Kategorisierung. Und an dem Beispiel möchte ich mich jetzt gleich mal entlanghangeln, um unsere Vorgehensweise ein bisschen klarer zu machen. Wir haben also jetzt hier einen Umzug, wir haben eine Gutschrift, die mit erstellt werden soll. Wir haben eben eine Abmeldung auch mit Zählernummern und Zählerständen. Also schon einen komplexen Prozess oder eine Anzahl von mehreren komplexeren Prozessen, die ein Mitarbeiter in der Verarbeitung hier durchführen müsste. Um jetzt hier aus diesem E-Mail raus zu verstehen, erstmal, worum es sich handelt, muss ich das System, was das nachher bewerkstelligen soll, erstmal antrainieren. Und anschließend, wenn es antrainiert ist, greifen eben unterschiedliche Klassifikationsmethoden. Das ist auch ein Unterschied zu vielen Wettbewerbern. Wir arbeiten nicht mit einer einzelnen Klassifikations-KI-Methode, sondern mit einer Reihe von Systemen, die da zusammenarbeiten. Worum handelt es sich da? Das würde jetzt zu tief gehen. Wir haben das mal so ein bisschen visualisiert. Es geht also irgendwie um semantische Zusammenhänge, um Muster erkennen, um Themen, Wortfolgen, Worthäufigkeiten und sowas in der Richtung. Das liegt alles im Hintergrund, muss Sie also nicht weiter beschäftigen, sondern diese Prozesse arbeiten, wenn sie richtig antrainiert worden sind.
Das Antrainieren ist ein ganz wichtiger Faktor, auch eine Problematik, weil man eben in Deutschland nicht so einfach beliebig viele Kundeninformationen als Hersteller zur Verfügung hat, sondern das startet immer neu bei einem Kunden im Projekt. Und das ist unser Vorteil auch dort an der Stelle. Wir brauchen relativ wenig Beispiele pro Trainingskategorie, um ein System anzulernen. Da reichen uns also 200 Beispiele. In diesem Fall haben wir jetzt 200 Beispiele für eine Adressänderung. Die geben wir dem System und es lernt, wie sieht eine Adressänderung aus. Das ist dann eine Kategorie, die erkannt werden kann später. Und jetzt habe ich unterschiedliche Methoden. Die haben alle gelernt, jeder für sich auf seine Art und Weise, wie funktioniert oder wie sieht eine Adressänderung aus. Wenn ich jetzt noch unbekannte Beispiele für eine Adressänderung diesen Systemen, diesen Kategorisierern vorlege, dann kommen die entweder zu einem Ergebnis, ja, das ist eine Adresse, oder die kommen vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis. Und hier kommt jetzt der Clou, der es uns ermöglicht, die unterschiedlichen Systeme und Kategorisierungsmethoden zu kombinieren. Wir haben nämlich jetzt eine zusätzliche Methode, die lernt quasi aus den richtigen und falschen Ergebnissen der anderen Kategorisierer, wann, in welchem Zusammenhang welche Methode die richtige ist und welches das richtige Ergebnis hinten raus ist. Das ist unser iBooster, der also in der Lage ist, die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Methoden zu kombinieren und dann ein kombiniertes, wir nennen es geboostetes Ergebnis zu liefern, was dann auch deutlich besser ist als die einzelnen Kategorien, die einzelnen Categorizer jeder für sich. Nochmal anders visualisiert, also der iBooster analysiert quasi die Ergebnisse der anderen Systeme und kommt dann zu seinem finalen Ergebnis, was im Einzelfall eben auch anders sein kann als das Ergebnis, was die anderen Systeme herausgebracht haben. Und mit diesem Ergebnis wird dann im Prozess definiert, wie gut, wie verlässlich muss dieses Ergebnis sein, damit ich einen Prozess auch in die Dunkelverarbeitung übergeben kann, weil nichts ist schlimmer als eine falsch erkannte Kategorie, ein sogenannter False Positive, weil dann würde ein Prozess falsch ablaufen. Das heißt, hier können wir in der Gewichtung genau festlegen, wie gut muss ein Ergebnis sein, damit wir es in die Dunkelverarbeitung weitergeben. Und mit diesem Ergebnis unserer Analyse können wir jetzt in die Extraktion gehen. Die einzelnen Methoden werden natürlich kontinuierlich weiterentwickelt, sodass wir da immer up to date sind. Und in der Datenextraktion können wir dann eben pro Geschäftsprozess die Informationen herausextrahieren, die wir brauchen. In der Datenextraktion, gerade wenn es in die Dunkelverarbeitung gehen soll mit RPA, brauchen wir eine sehr hohe Güte in der Extraktion. Es reicht also nicht aus, wenn wir einfach nur erkennen, wer ist hier der Kunde, der uns schreibt, wie ist das Vertragskonto, sondern wir brauchen deutlich mehr Informationen, die dann zusammen eben für den RPA-Bot die Grundlage für die Weiterverarbeitung sind. Also hier eine qualifizierte Extraktion, das geht bis zu Verträgen, die dort nach fachlichen Inhalten analysiert und extrahiert werden, Kaufpreise. Und ein ganz wichtiger Punkt dort ist, dass wir oft nicht die Möglichkeit haben, diese Informationen, die wir extrahieren, gegen Bestandsdaten zu validieren, sondern das muss direkt aus dem, was wir extrahieren, so qualitativ hochwertig sein, dass wir das guten Gewissens in die Dunkelverarbeitung geben können. Wie gehen wir da vor? Auch da hat sich bewährt, eben mehrere Extraktionsmethoden zu kombinieren. Die wichtigste Methodik ist die sogenannte inhaltliche künstliche Intelligenz. Das heißt, in den Fallbeispielen, die wir vorher schon für die Klassifikation genutzt haben, wird jetzt einfach von einem Mitarbeiter des jeweiligen Kunden markiert, welche Werte brauche ich für diesen Geschäftsprozess, für diese Klasse, später für die Bearbeitung, quasi wie mit einem Highliner, einfach wird farblich markiert, was genau möchte ich extrahieren. Im nächsten Step habe ich dann eine sogenannte, Moment, jetzt
will aus irgendeinem Grund meine, da kommt er, wird eine formatbasierte, eher eine regelbasierte Methode angewendet, ein sogenannter regex kommt hinzu, wo ich also vielleicht fix definierte Formate überprüfen kann, Vertragsnummern, die immer gleich aufgebaut sind oder ähnliches, ist alles, wo ich ein klares Format vorgeben kann, Regeln mitnutzen kann. Und ich nutze noch die sogenannte strukturelle KI, die guckt übertragen, erläutert eher danach, wo steht etwas und eben, wo steht auch irgendwas nicht. Und das wird dann kombiniert, diese drei Methoden, auch wieder zu einem Extraktionsergebnis, das dann weiterverwendet werden kann für die Verarbeitung. Und das Ergebnis sieht dann bei unserem Beispiel, was ich anfangs hatte, ungefähr so aus. Das ist jetzt ein XML-File und in diesem XML-File haben wir jetzt genau die Informationen, die wir benötigen. Nämlich einmal wissen wir, welche Themen habe ich hier gehabt. Wir haben hier erkannt, dass das höchstwahrscheinlich eben eine Gutschrift ist, dass es sich aber auch um Bankdaten handelt, also eine Bankdatenänderung und um Umzüge. Die Summe der einzelnen Werte summiert sich immer auf 1, weil irgendetwas muss es sein, aber eben mit einer großen Wahrscheinlichkeit wurden hier das Hauptthema eben die Gutschrift erkannt, die Bankdaten und eben auch die Umzüge. Und was jetzt passiert ist eben, dass für diese drei wichtigsten Themenblöcke, das kann man prozessdefiniert hinterlegen, werden jetzt die entsprechenden Extraktionen durchgeführt und die liegen jetzt hier in diesen einzelnen Tags versteckt. Wir haben also die IBAN erkannt, wir haben die BIC erkannt, wir haben die Zählernummer erkannt von dem Kunden, wir haben die Zählernummer erkannt, den Zählerstand, also zwei unterschiedliche Zählernummern haben wir sogar erkannt, zwei unterschiedliche Zählerstände, nämlich Anmeldung, Abmeldung in dem Beispiel und auch für welche Sparten das Ganze hinterlegt werden muss, nämlich einmal für Strom und einmal für Gas. Und diesen Datensatz, dieses XML-File, können wir jetzt an den RPA-Bot übergeben und jetzt weiß er wieder, was er tun soll. Jetzt weiß er, ich muss einen Umzug hinterlegen in meinen SAP-System zum Beispiel von dem einen Kunden an den anderen. Ich weiß, was sind die Daten für die IBAN, für die BIC und kann das dann eben entsprechend durchprozessieren. Das können wir natürlich nicht nur für die entsprechenden Energieversorger, sondern für beliebige Themen. Hier ein paar Werte, wie gut wir Daten eben extrahieren können. Das heißt immer nicht, dass der andere Anteil falsch ist, den wir erkennen, sondern die können eben nicht erkannt werden. Das heißt, sie können im Schnitt zwischen 80 und 90% der Fälle in diesen Beispielen dann eben in die Dunkelverarbeitung übergeben und haben damit gleich einen ganz anderen Impact für ihre bestehenden RPA-Bots. Das heißt, sie können nicht nur die RPA-Bots nutzen für die standardisierten Tasks, sondern eben dann für ganze Prozessketten, wo der Ausgang der Prozesskette dann eben nicht ein strukturierter Eintrag irgendwo in einer Datenbank ist, sondern eine ganz normale Kunden-E-Mail, die bei Ihnen reinkommt. Das Ganze kann kombiniert werden dann auch mit dem sogenannten Whitelisting. Das heißt, wir schauen, welche Absender sind immer richtig erkannt worden, weil zum Beispiel große institutionelle Kunden sind. Dann kann das auf eine Whitelist und kann nochmal automatisierter oder mit einem stärkeren Prozentsatz in die Dunkelverarbeitung geben. Und im Zweifelsfall bei anderen kann ich natürlich immer auch den Expertencheck hinten mit einbauen. So, das jetzt von meiner Seite ein kurzes Praxisbeispiel. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit, die mein Kollege Andi Klug vorhin verwendet hat, wieder eingeholt. Und dann können wir gerne jetzt aber auch noch in Fragen gehen, wenn es die zu dem Themenblock hier gibt. Perfekt, Peter. Ganz herzlichen Dank. Wir haben drei Fragen aus dem Publikum. Die erste Frage, wie ist das Vorgehen? Wird der gesamte Text untersucht und das Ergebnis dann kategorisiert oder wird geprüft, ob bestimmte Kategorien, zum Beispiel Adressänderungen im Text enthalten sind, wenn du da nochmal kurz drauf eingehen könntest? Das System vergleicht immer den gesamten Text mit seinen Beispieldokumenten. Das heißt, wenn ich antrainiert habe, Adressänderung,
ist das erstmal ein Trainingsblock. Ich habe aber noch mehrere andere Trainingsblocks auch verwendet und das System gleicht den ganzen Text gegen jeweils die Trainingsbeispiele ab und sagt dann, okay, das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das eine Thema, aber auch das andere. Also wichtig ist nur, dass man eben im Antrainieren Single-Topic-Beispiele nutzt, weil nur wenn ich jemandem klar sage, das ist eine Adressänderung, kann er die nachher auch wiederfinden. So rum. Da passt dann die Frage dazu, ist das Modell zum Kategorisieren anders als das Modell zum Extrahieren? Sind das mehrere Modelle? Ganz klar, ja. Das sind komplett unterschiedliche Themenblöcke. Das eine ist die reine Erkennung und erst wenn ich erkannt habe, kann ich dann wiederum schauen, wie finde ich die einzelnen Daten, die zu dieser Kategorie relevant sind. Und dann gibt es noch eine Praxisfrage. Gibt es Erfahrungswerte zu Volumen und Geschwindigkeit bei Extraktion und Abgleich mit Vertragsdaten, zum Beispiel 10 Millionen Vertragsdaten? Im Normalfall sind das überhaupt nicht, also Performance ist da kein Thema. Das, was eher der Performance-Limitierer ist, ist vorher das OCRen von Daten. Wenn da viele Beispiele, Texte erst durch die OCR müssen, ist die relativ ressourcenfressend. Das dauert dann ein bisschen. Unsererseits ist eher das Antrainieren der Modelle das, was vielleicht dann mal über Nacht läuft und nicht in Sekundenschnelle in Realtime während der Anwendung. Aber die Abgleich im Datenbankbereich, Fuzzy Matching, was wir auch mit drin haben und auch die Anwendung der fertigen Modelle ist dann absolut performant, auch im Millionenbereich. Und wie oft wird dieses Modell aktualisiert? Was machst du, wenn du neue Kategorien, neue Merkmale hast? Und besteht nicht auch die Gefahr, dass sich die AI dann irgendwie falsch entscheidet? Natürlich, es muss betreut werden, so ein System. In der Regel mache ich so, dass ich einfach schaue, wenn ich nicht erkannte oder falsch erkannte Beispiele habe, die kommen ja irgendwo raus, weil ein Mitarbeiter sagt, okay, ich habe mir das jetzt angeguckt, da hat die KI falsch entschieden oder hat was nicht erkannt, dann legt man das erstmal zur Seite und wenn man dort eine Häufung findet, dann schaut man, okay, muss ich meine Trainingsbeispiele vielleicht um ein neues Thema erweitern oder muss ich eine neue Kategorie anlegen? Und das mache ich dann vielleicht alle 2-3 Monate mal, dass ich das mal überprüfe, aber ansonsten läuft das System erstmal für sich. Perfekt, wunderbar. Peter, ganz herzlichen Dank. Jetzt aktuell sind keine Fragen, die ich erkennen kann, aber wir haben ja wie gesagt nachher noch die Fragerunde. Dann würde ich jetzt zum nächsten Punkt übergehen. Da geht es um die Fragestellung RPA mit Erfolg umsetzen. Und dazu würde ich referieren. Rainer, wenn du mir den Screen rüberschiebst, bitte. So, wunderbar. Also, RPA mit Erfolg umsetzen. Ja, bei jeder neuen Initiative und bei jedem neuen Hype stellt sich immer die Frage, lohnt sich das? Wo fange ich denn an? Mache ich das alleine? Hole ich mir Unterstützung ins Haus? Und da wollen wir Ihnen ohne jeden Hype eine vernünftige Entscheidungsgrundlage geben. Vielleicht erst noch mal zwei Sätze zu uns. Also was bieten wir? Überraschung, Robotics. Wir kommen eigentlich aus dem Bereich Customer Experience und da gibt es eben Prozesse, die Kunden drücken oder die Kosten, die nicht passen. Und zum Beispiel auch im Bereich Callcenter, da ist dann neben Robotics ein Thema, was hilft, die Kundenzufriedenheit zu optimieren und Kosten zu senken, ist eben das Thema Sprachanalyse, was wir mit Technologien von NICE entsprechend anbieten. Im Rahmen von unserer Beratung sind wir auf Erfolgsbasis unterwegs und legen da entsprechend Wert auf nachweisbare Erfolge. Immer mit dem Hintergrund, wie kann ich meine Profitabilität verbessern, entweder die Kosten entsprechend zu reduzieren oder eben Wachstum zu generieren über das Thema Kundenloyalität, Kundenzufriedenheit. Wenn wir über das Thema RPA sprechen, dann gehen wir natürlich an die Personalkosten ran
Und da möchte ich so ein bisschen der Verena, ich will jetzt nicht sagen widersprechen, aber natürlich, wenn wir jetzt nicht unbedingt in einer Situation sind, wo wir über einen Fachkräftemangel reden, sondern wenn wir wirklich drüber reden, wir sind nicht wettbewerbsfähig genug, wir haben Verwaltungen, Administrationen, die ist zu aufgebauscht, wir müssen wettbewerbsfähiger werden und wollen mit dem Thema RPA das in den Griff bekommen, dann reden wir natürlich schon über Produktivitätsvorteile, die am Ende des Tages auch dazu führen können, dass gegebenenfalls Personal redundant wird. Wir reden aber gleichzeitig auch über das Thema Arbeitgeberattraktivität steigern, weil am Ende des Tages kein Mensch, kein Mitarbeiter, und das hat der Andreas vorhin sehr schön erwähnt, liebt schlechte Prozesse. Wir hatten vorhin auch eine Frage im Chat. Gibt es eine Untersuchung darüber, wie denn Mitarbeiter zu diesem Thema stehen, beziehungsweise wie das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, welche Auswirkungen das hat? Also es gibt da eine Umfrage von NICE bei 2000 Mitarbeitern, allerdings nur in den USA und Großbritannien. Und interessant ist, dass eben nicht nur die Führungsebene, sondern auch die Angestellten die positiven Auswirkungen von RPA sehr, sehr deutlich sehen. Also 75% der Angestellten glauben, dass RPA wirklich hilfreich ist und weniger dieser Bedrohungscharakter. Wenn wir uns jetzt nochmal die Verwaltungskosten anschauen, also die reinen Personalkosten, die kann ich natürlich nicht angucken, weil kreative Prozesse oder Prozesse in der Produktion, die kann ich natürlich mit so einem Softwareroboter nicht automatisieren. Deshalb schaue ich mir die Verwaltungskosten an, die natürlich nicht ganz so transparent veröffentlicht sind wie die Personalkosten. Wir haben hier aber für unterschiedliche Branchen und auch für die DAX-Konzerne mal so ein Worst und Best und Mittelwert-Szenario. Und was man sehen kann, ist, dass die Unterschiede sehr, sehr groß sind. Also wirklich ein Verwaltungskostenanteil von zwischen 2 und 13%. Klar, die DAX-Konzerne, die großen Konzerne, die haben da schon viel, viel getan. Die haben schon viel automatisiert. Also die Telekom hat beispielsweise letztes Jahr allein 80 Millionen Euro durch RPA eingespart. Wenn ich mir jetzt einfach mal so einen Mittelständler mit 100 Millionen Euro Umsatz angucke, und bei 13% Verwaltungskosten, und ich will jetzt gar nicht auf die Best in Class mit 2% gehen, sondern vielleicht nur auf die 4%, dann habe ich hier ein Potenzial von 9 Millionen Euro pro Jahr. Also das ist eine Hausnummer, lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken. Die Personalkosten oder die Verwaltungskosten, die sind den Unternehmen natürlich schon viele Jahre ein Dorn im Auge und viele Unternehmen haben auch genau aus dem Grund das Thema Offshoring angegangen. Und wenn ich mir hier die aktuellen Lohnkosten, also das sind Zahlen von 2018 anschaue, in Deutschland im Schnitt 35 Euro, in Bulgarien nur 5,30 Euro, dann ist das natürlich eine Hausnummer. Und da kann man natürlich schon schwach werden und sagen, also komm, dann verlagere ich die ganzen Prozesse woanders hin. Aber viele Firmen, die eben dieses Thema Offshoring, Nearshoring, wie auch immer durchgeführt haben, haben festgestellt, das ist ja auch mit deutlichen Nachteilen verbunden. Also Lohnkostensteigerung ist ein Riesenthema. In der Zwischenzeit ist es ja schon wieder günstiger, in den USA zu produzieren und nicht mehr in China, weil eben die Lohnkostensteigerungen so stark waren. Wir haben häufig das Thema Fluktuationen. Sprachbarriere ist immer ein Thema. Wenn man Pech hat, kommt dann noch in Indien die Zeitzone, die Zeitverschiebung dazu. Die Qualität passt nicht so immer. Der Koordinationsaufwand ist deutlich höher. Wir haben längere Durchlaufzeiten, Know-how-Verlust und so weiter und so fort, sodass sich dieser reine Lohnkostenvorteil, der ja hier also wirklich signifikant aussieht, am Ende vielleicht zu einem Vorteil von ungefähr 15% zusammenschrumpft. Oder wenn ich mir das dann nochmal an meinem Beispiel des 100 Millionen Euro Mittelständlers anschaue, dann sind es vielleicht 2 Millionen, die ich da rausholen kann. Am Ende des Tages ist, glaube ich, die Message wichtig.
am Ende des Tages, ich muss produktiver werden, sonst wird mein Marktbegleiter, meine Konkurrenz wird entsprechend besser werden. Also eine Verlagerung verschiebt das Thema nur, ich muss das Thema angehen. Und hier haben wir eben mit dem Thema RPA eine gute Ansatzmöglichkeit. Es gibt unterschiedliche Studien zu dem Thema. Der Andreas hat vorhin auch schon eine genannt. Aber alle sagen so ungefähr 30 bis 40% der administrativen Aufgaben sind geeignet für RPA. Wir haben auch schon gelernt, was denn so die gute Grundlage ist, wann ein Prozess für RPA geeignet ist. Und da kommt, glaube ich, auch die Begrifflichkeit Robotics her, weil es eine schöne Analogie zu Robotern in der Produktion ist. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, für eine Einzelfertigung mit Losgröße 1 einen entsprechenden Roboter einzusetzen, sondern ich mache das dann, wenn ich repetitive Prozesse habe, immer wieder die Reifen an das Auto dran machen, die Türen dran reichen und so weiter. Es macht auch dann keinen Sinn, wenn ich einen Audi R8 produziere, der ganz selten verkauft wird, sondern das macht natürlich Sinn beim Golf oder bei entsprechend hohen Häufigkeiten. Ich brauche diese Regelbasiertheit, beziehungsweise ergänzend, was der Peter gerade erzählt hat, eben teilweise auch Dinge, die nicht immer zu 100% regelbasiert sind, beziehungsweise im Zusammenspiel mit dem Mitarbeiter auch eine Übergabe an den Mitarbeiter, wo der dann eine entsprechende Entscheidung treffen kann. Und am Ende muss natürlich irgendwo auch die IT eine Rolle spielen, also egal, ob das jetzt das ERP-System ist, das CRM-System, Warehouse-Management, E-Mail-System, die Office-Programme, irgendwelche Web-Anwendungen, Web-Datenbanken, die ACD-Anlage und so weiter und so fort. Und wenn ich hier jetzt nochmal mein 100 Millionen Euro Umsatzunternehmen nehme, dann habe ich hier auch wieder Pi mal Daumen, ganz High-Level Einsparmöglichkeiten von circa 4 Millionen Euro. Also ist auf jeden Fall ein Thema pro Jahr, lohnt es sich entsprechend reinzuschauen. Was sind denn jetzt die Vorteile, die ich habe und die ich natürlich auch für so eine ROI-Kalkulation zugrunde legen sollte? Also eines der Hauptziele ist natürlich ganz klar die reduzierte Prozesszeit, weil ich einfach die ganzen Teilprozesse, Tasks entsprechend automatisiere. Nicht zu vernachlässigen, und auch da, es muss man ganz unterschiedlich reinschauen, sind die geringeren Fehlerkosten. Also wie häufig muss ein Vertrag neu ausgestellt werden? Wie häufig muss eine Abrechnung neu gemacht werden? Es gibt Untersuchungen, die sagen, Reisekostenabrechnungen sind zu 70% fehlerhaft. Und die Frage ist dann auch immer, wie häufig passiert das gegebenenfalls zu Ihren Ungunsten und Sie kriegen das überhaupt nicht mit. Also Fehlerkosten, das ist ein Riesenthema. Mitarbeiter hassen ineffiziente Prozesse. Also es gibt Bereiche und Service Center, Call Center gehört dazu, da sind Fluktuationen von 10% und höher eher die Regel. Also wenn ich hier wirklich durch den Fokus auf einen entsprechenden Mehrwert für den Mitarbeiter auch die Sinnhaftigkeit der Arbeit für den Mitarbeiter erhöhen kann, dann kann das sicherlich auch zu einer geringeren Fluktuation entsprechend beitragen. Und am Ende des Tages natürlich auch der Kunde. Der Kunde will nicht warten, Prozesse dauern dem zu lange. Der wandert gegebenenfalls ab, wenn er merkt, ich habe hier mit einem Partner zusammen zu arbeiten, wo einfach nichts funktioniert. Das heißt, ich kann mit diesem Thema auch eine entsprechend höhere Loyalität generieren. Also ganz beispielhaft, wenn ich jetzt einen Prozess habe, in den 10 Personen involviert sind, nehmen wir mal Lohnbuchhaltung, Durchschnittsgehalt 32.000 Euro in Deutschland aktuell im Verwaltungsbereich, dann kann ich da tatsächlich jährliche Einsparungen nur für einen Prozess in Größenordnung 300.000 Euro realisieren. Jetzt werden wir natürlich häufig gefragt, ja, was kostet denn jetzt eigentlich so ein RPA-Projekt? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ja, was wollen Sie denn? Wollen Sie ein Dacia? Wollen Sie ein Maserati?
Was muss der alles können? Also es gibt natürlich riesige Unterschiede. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich richtig und es ist gleichzeitig falsch. Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar beispielhafte Kostenkomponenten auf. Also typischerweise sind nämlich nur etwa 25% der Kosten die RPA-Software selber. Der Rest geht dann für die ganzen anderen Komponenten rauf. Also da ist natürlich die Beratung und diese Beratungskosten, die fallen natürlich auch an, wenn Sie das Projekt selber machen. Dann heißen sie halt interne Projektkosten, aber Sie müssen sich natürlich mit dem Thema entsprechend beschäftigen und da fallen Kosten an. Ja, und da geht es natürlich dann um solche Fragen, mit welchem Anbieter oder RPA-Hersteller will ich denn zusammenarbeiten? Welche Prozesse wähle ich denn aus? Was ist eine sinnvolle Vorgehensweise? Wie sieht die Organisation aus? IT-Landschaft und so weiter. Also es gibt viele Fragen, die in dem Zusammenhang beantwortet werden müssen. Dann haben wir natürlich das Thema Server. Klar, das läuft auf entsprechenden Servern. Die können virtuell sein, das können echte Server sein, aber am Ende des Tages fallen natürlich Kosten an, auch für die entsprechende Konnektivität zu den ERP-Systemen. Wir hatten vorhin das AS400 genannt. Gegebenenfalls wollen Sie auch eine Testumgebung haben, weil Sie nicht im Echtbetrieb das Ganze testen möchten. Dann haben wir die ganzen Lizenzkosten, die anfallen. Dann muss das Ganze irgendwie mal installiert werden, bis hin zur Konnektivität, eben nicht nur die Software und die Hardware. Und dann wollen Sie natürlich irgendwann mal die Prozesse entsprechend programmieren, was auch immer man jetzt unter dem Thema Programmierung versteht. Also weniger das Coding, sondern vielmehr mit dem Drag and Drop, nachdem die Konnektivität entsprechend hergestellt wurde. Ja, und das sind jetzt einfach mal ein paar Beispielzahlen, kleines Projekt. Wie gesagt, alles, was ich hier sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Das ist richtig, das ist falsch, aber einfach, dass man mal so ein bisschen Gefühl hat, wie das aussehen kann. Wir haben einen entsprechenden ROI-Calculator. Da muss man ein paar Eingaben machen und bekommt dann entsprechende Ausgaben. Wenn Sie da Interesse haben, so einen ROI-Calculator für ein RPA-Projekt, schicken Sie uns eine E-Mail, roi@paulusversal.de. Schicken wir Ihnen zu, können Sie ein bisschen rumspielen. Typischerweise ist ROI Payback innerhalb weniger Monate. Das heißt, der Invest, den Sie haben am Anfang, der macht sich sehr, sehr, sehr schnell bezahlt. Aber wie gesagt, die Frage ist natürlich immer, wo fange ich eigentlich an? Der Peter hat es vorhin gesagt, was sind denn die Leuchtturmprojekte? Natürlich fange ich immer mit den Prozessen an, die am meisten Bang for the Buck liefern und nicht mit irgendwelchen untergeordneten Prozessen. Aber das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, warum RPA-Projekte scheitern, weil die Unternehmen eigentlich gar nicht genau wissen, ja, welcher Prozess lohnt es sich denn? Wo fange ich an? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Was ist komplex? Was ist nicht komplex? Dazu gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, um dieses Thema Prozesspriorisierung in den Griff zu bekommen. Es gibt die ganz klassische Interviewtechnik. Das heißt, Sie laufen durchs Unternehmen und fragen mal, was haben wir denn für Prozesse? Wie oft passieren die? Welche Schritte haben wir? Und wie painful ist der Prozess? Mit dem Vorteil, dass ich natürlich wirklich jegliche Prozesse, also auch komplett analoge Prozesse erfassen kann. Aber es werden halt auch mal ganz schnell Prozessschritte übersehen. Und vor allen Dingen, Mitarbeiter gewichten solche Prozesse natürlich sehr, sehr, sehr subjektiv. Dann gibt es das Server-Based Process Mining, wo ich dann im Wesentlichen auf die ERP-Daten zurückgreife. Und dann relativ schnell standardisiert Ergebnisse zu den Prozessen bekomme, habe aber den Nachteil, dass ich natürlich den Fokus auf meine ERP-Daten habe
Und ich habe auch keine Prozessdetails, so dass ich dann auch gar nicht sehen kann, wo muss ich denn jetzt mit so einem RPA-Projekt entsprechend angreifen. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, das ist Desktop Process Mining. Das ist also dann wirklich auf Mitarbeiterebene, auf der Desktop-Ebene, wo ich wirklich die Tasks, die Prozesse abgreife, um wirklich alles, was dort auf dem Rechner läuft, entsprechend zu analysieren. Ich kann damit also wirklich alle Prozessschritte analysieren, sehe wirklich, wo sind denn jetzt die Schwachstellen und habe eine wirklich effiziente Grundlage für eine Optimierung. Habe allerdings, und das ist dann zwar kein DSGVO-Thema primär, aber eher ein Thema für das Thema Betriebsrat, ich habe natürlich alle Daten zunächst mal verfügbar auf Mitarbeiterebene. Das kann ich natürlich alles entsprechend anonymisieren und auf Gruppenebene konsolidieren. Gerade in so einem Fall macht es gegebenenfalls wirklich Sinn, mit einem Externen zusammenzuarbeiten, weil der Betriebsrat da vielleicht sonst die Sorge hat, dass man doch auf Mitarbeiterebene schaut und nicht auf Gruppenebene. Also es ist ein sensibles Thema, was man entsprechend angehen muss. Wie sieht das aus? Also klar, diese Interviewtechnik, das wird dann irgendwo in Flowcharts zusammengestellt, dargestellt, egal ob das jetzt ARIS oder was auch immer ist, Visio. Dann gibt es das Thema Server-Based Process Mining. Das hier ist ein Bild von Celonis als einem der Marktführer für diesen Bereich. Und hier habe ich jetzt einfach nochmal zwei Screenshots aus dem Bereich Desktop Process Mining, wie es jetzt NICE beispielsweise anbietet, wo man dann wirklich sehr, sehr genau sehen kann, welcher Prozessschritt passiert, wie häufig und wie lang dauern die Prozessschritte, um dann auf dieser Basis wirklich, wirklich sagen zu können, hier kann ich jetzt eine Priorisierung vornehmen, mit welchem Prozess ich entsprechend starten will. Gleichzeitig kann ich dann auch ermitteln, welcher jeder Mitarbeiter führt die Prozesse teilweise in unterschiedlichen Reihenfolgen durch. Der eine Mitarbeiter macht das Ganze effizienter, der andere macht es nicht so effizient, sodass ich dann wirklich auch am Ende sagen kann, was ist denn jetzt der effizienteste Weg, um diesen Prozess, diesen Task entsprechend auszuführen. Und da haben wir dann so ein bisschen so eine Vermischung auch zwischen dem Thema RPA und AI. Also ich glaube, dass dieses Thema AI auch sehr stark in diese RPA-Technologie reinschwappt, gar nicht mehr als separate Instanz gesehen wird, sondern natürlich integriert in dieses RPA-Thema Thema ist. Also wirklich genau, wie wir vorhin auch gehört haben, Textanalyse, um ein Verständnis vom Datenkontext zu erlangen und so weiter. Wenn es jetzt um die Frage Make or Buy geht, also Sie wissen, ja, wir haben relevante Prozesse, es macht Sinn, so ein RPA-Projekt zu starten. Dieses Make or Buy ist, glaube ich, die falsche Frage. Das stellt sich sicherlich im Großkonzern, aber ich vergleiche es einfach mal. Sie wollen einen neuen Sport anfangen, wollen sich Golf selber beibringen. Ja, da ist einfach so viel Informationen, was Sie brauchen. Welcher Schläger ist der richtige? Wie muss die richtige Haltung aussehen? Wer schützt mich hier vor Fehlern? Oder wer motiviert mich auch? Und wenn Sie dann mit einem entsprechenden Golf Pro einen guten Start hingelegt haben, die Platzreifen bekommen haben, dann brauchen Sie vielleicht noch im Anschluss 1 bis 2 Stunden jedes Jahr und das war's. Und dann sind Sie aber selber lauffähig, es sei denn, Sie wollen jetzt für ein PG-Turnier trainieren. Und ähnlich ist es eigentlich auch bei so einem RPA-Projekt. Ja, also da bekommen Sie eine Unterstützung, was ist die richtige Technologie, wie wähle ich denn jetzt tatsächlich die richtigen Prozesse aus, wie muss ich meine Organisation sinnvoll aufstellen, welche Fehler
passieren typischerweise in solchen Projekten. Auch mal eine Motivation, weil geht auch nicht immer alles rund. Also einfach auch das Thema, wie halte ich die Organisation bei Laune. Und was wir in den Firmen ganz häufig sehen, alle Unternehmen sind eigentlich völlig dicht, haben so viele Projekte, wo wollen sie anfangen, wo aufhören. Sie haben natürlich mit so einer externen Unterstützung einfach auch eine zusätzliche Ressource mit an Bord, um eben diese ROIs, die wir ja gerade eben gesehen haben, auch entsprechend ja schneller realisieren zu können. Ich will Ihnen jetzt auch hier gar keine Entscheidungsmatrix oder so darstellen. Also sprechen Sie einfach mit paar Anbietern, verschaffen sich einen persönlichen Eindruck, definieren Sie Ihre eigene Entscheidungsmatrix. Aber ich glaube, die Message ist, für einen Start sollten Sie Unterstützung haben und später können Sie immer noch überlegen, ob Sie dann sagen, wir wollen hier autark werden. Wenn wir Prozessänderungen haben, das können wir selber machen oder das passiert nicht so häufig. Da lohnt es sich nicht, einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter in dieses Thema einzuarbeiten. Zumal, und das hatte der Christoph vorhin gesagt, die Softwarelandschaft, die ist im Moment sehr, sehr dynamisch. Das heißt, da passieren ständige neue Release, neue Versionen. Und wenn man da nicht permanent hinten dran ist, dann ist man da sehr schnell entsprechend abgehängt. Ja, möglicher Projektablauf ganz High Level, das hatte die Verena auch eingangs schon mal erwähnt, so ein Pre-Check natürlich, auch mal so ein Proof of Concept, mal zu gucken, funktioniert es da auch tatsächlich und wie könnte denn jetzt so ein ROI aussehen, wie viel muss ich investieren, wie viel bekomme ich nachher raus und dann natürlich das Thema Umsetzung und das Thema Monitoring, also sinnvoll immer, wenn Sie da natürlich jemanden haben, der Sie auch begleitet, nachdem das Ganze schon implementiert ist. Was passiert, wenn ich plötzlich ein neues Release von SAP habe und da einige Änderungen passieren? Was passiert, wenn ich meine Modelle anpassen muss und so weiter und so und so fort? Ja, das war auch eine Frage, die vorhin im Chat schon gestellt wurde. Wann lohnt es sich denn, so ein RPA-Projekt? Da haben wir hier einfach mal so eine ganz, ich nenne es jetzt einfach mal ganz banale Checkliste. Da haben wir links drei Hauptfragen. Wenn Sie eine von diesen Hauptfragen mit Ja beantworten können, dann kann man, glaube ich, ganz einfach sagen, jawohl, RPA lohnt sich, anfangen. Und wenn Sie rechts bei diesen Detailfragen mindestens einmal ein Kreuzchen machen, dann sollte man zumindest noch mal etwas genauer nachschauen und überlegen, ob RPA vielleicht bei Ihnen entsprechend Sinn macht. Also ganz einfache Checkliste mal zum Überlegen, lohnt es sich, in dieses Thema tiefer einzusteigen oder ist das kein Thema für mich, mein Unternehmen? Ja, also ich sage jetzt mal, der Klassiker Sondermaschinenbau, alles Einzelfertigung wäre jetzt nicht die erste Priorität im Bereich RPA entsprechend zu automatisieren. Ja, am Ende ist natürlich die Frage, was wollen Sie denn mit Ihren Ergebnissen, die Sie da realisieren, was haben Sie mit denen vor? Also wollen Sie da die Auswirkungen durch Covid vielleicht abfedern? Wollen Sie das Geld nehmen, um zu investieren, zum Beispiel in Kundenzufriedenheit, um ihre Konkurrenz auf Abstand zu halten? Wollen Sie in neue Produkte investieren? Wollen Sie ins Ausland expandieren? Oder geht es tatsächlich wirklich nur um die Fragestellung, ich will meine Marge erhöhen und ich muss mein Personal reduzieren? Also das ist natürlich eine wichtige Frage, welche Ziele wollen Sie denn eigentlich erreichen? Ja, und damit bin ich eigentlich jetzt schon am Ende. Ja, viel Erfolg mit Ihrem RPA, mit Ihrem RPA-Projekt bei der entsprechenden Umsetzung. Ich habe jetzt noch eine Folie ergänzt auf Basis einer der Teilnehmerfragen. Der hat gefragt, wie sieht es denn mit unterschiedlichen Anbietern in unterschiedlichen Industrien, Branchen aus? Ich habe hier einen Ausschnitt aus der Studie von Everest, wo man hier für unterschiedliche
für unterschiedliche Industriezweige sieht, wo sind denn welche Anbieter sind dort sehr erfolgreich entsprechend unterwegs? Gut, bringe jetzt mal zu meiner Überblickspräsentation. So, wir sind jetzt bei dem vorletzten Punkt, Beispiele und Cases. Wir haben ja den einen oder anderen Case schon gesehen, haben aber jetzt noch ein paar Themen. Ich würde jetzt zuerst an die Verena übergeben und nachher nochmal an den Andreas. Und ich zeige dann auch nochmal ein, zwei Einsatzbeispiele. Und dann haben wir noch Zeit, 12:30 Uhr, um über Fragen zu sprechen. Ich werde jetzt, Verena, während du es vorstellst, nochmal durch die Fragen durchgehen, damit wir da gleich ready sind. Verena, du musst dich noch unmuten. Nee, geht nicht. Rainer, dann würde ich vorschlagen, dass wir zuerst nochmal an den Andreas übergeben. Die Verena guckt nochmal, dass es mit dem Ton klappt. Ich hätte auch noch ein paar Bilder zu den Cases. Ja. Genau. So, da sind wir wieder. Genau, erstmal bis dahin nochmal kurz durchatmen. Sie sind jetzt auf der Zielgeraden. Ich weiß, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir haben auch ungefähr 10%, aber das ist durchaus üblich bei solchen langwierigen Online-Seminaren, wo es dann auch mal ein bisschen um Details geht. 10% unserer Besucher heute verloren, sind aber immer noch im dreistelligen Bereich bei diesem Online-Seminar. Freut mich sehr. Und wir haben jetzt tatsächlich auf der Zielgeraden, wie Michael es gerade nochmal angedeutet hat, auch noch so ein paar ganz praktische Einsatzbeispiele. Ich habe da, glaube ich, drei oder vier mitgebracht, die ich Ihnen noch ganz kurz näher bringen möchte. Da haben wir zum einen, so, jetzt muss ich hier mal da drauf gehen, genau, zum einen Case, also es gibt, das muss ich vielleicht an der Stelle noch sagen, es gibt so viele Anwendungsbeispiele. Ich habe ja eben diesen als etwas schlechtes Beispiel die Antrags- und Förderprozesswut im Moment, die wir durch Covid-19 haben, natürlich angesprochen und eben auch bemängelt daran, dass wir, wie ich das immer so schön sage, Geschäftsprozesse zwar offensichtlich elektrifizieren, aber nicht digitalisieren. Und dass das, wie ich finde, ein Riesenproblem ist. Vielleicht lassen Sie mich das zu Beginn nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Es reicht nicht, wenn Sie ein Papierformular, was also früher Ihre Kunden ausgefüllt haben und zurückgeschickt haben, als PDF ins Internet stellen. Solange das PDF in Ihrer Abteilung wieder ausgedruckt wird und abgetippt wird, haben Sie nichts gewonnen. Das meine ich mit dem Unterschied elektrifizieren zu digitalisieren. Also wenn Sie wirklich digitalisieren wollen, dann muss das Ende zu Ende gehen und dann reicht es nicht, papierlos zu werden und etwas über ein Webfrontend zu machen, wo im Hintergrund dann immer noch die fleißigen Helferlein dafür sorgen, dass die Daten dorthin geschoben werden oder übertragen werden, wo sie tatsächlich hingehören. Also kleiner Hinweis von mir, lass mal ehrlich sein, elektrifizieren reicht nicht, wir müssen wirklich digitalisieren. Gut, jetzt kommen wir zu ein paar Beispielen. Wie gesagt, es gibt ganz viele, die ein bedeutendes privatwirtschaftliches
eine Bank, ein Finanzierungs-, ein Finanzierer, in dem Fall ein Hypothekenfinanzierer, der setzt zum Beispiel die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Robotic Process Automation zur Arbeitsvorbereitung beim Darlehens- bzw. Hypothekenprozess ein. Sie müssen sich aber Folgendes vorstellen: Wenn Sie eine Wohnung finanzieren oder ein Haus finanzieren, dann wissen Sie, dass das ein extrem hoher Aufwand ist. Es ist extrem viel Papier dafür notwendig, von den Einkommensstrukturen bis hin zur Objektbeschreibung und so weiter und so fort. Ein klassisches Beispiel dafür, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem solch komplizierten Vorgang extrem viele gescannte Dokumente sich anschauen müssen, um eine Validierung bzw. eine Prüfung durchzuführen. Das wird zu 80% von einer KI in Verbindung mit einer Robotik hier vorbereitet. Das bedeutet, aus dem Antrag und den Dokumenten, die Sie zum Antrag dazu packen, zieht die werden die relevanten Fachdaten extrahiert, sie werden in ein Scoring-Modell überprüft und erst dann kommt ein Mitarbeiter dazu. Der Vorteil ist, 80% der zu eruierenden oder recherchierenden Sachverhalte oder Fachdaten sind für den Mitarbeiter bereits ersichtlich. Das bedeutet, die Prüfung des Sachverhalts verkürzt sich, man kommt schneller zum Scoring, und das ist gerade in einem Markt, wo es im Moment extrem schwierig ist, relativ gute Margen noch zu erbringen, nämlich bei der Finanzierung. Sie alle wissen das, wenn Sie das Glück hatten, jetzt Ihre Finanzierung zu verlängern fürs Haus oder für die Wohnung, dann wissen Sie, dass die Branche händeringend nach Profitabilität sucht im Moment, wo quasi Nullzinspolitik herrscht. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass man diese Prozesse dann eben auch in die Entscheidung schnell macht und mit einem geringen Effizienzverlust durchführt. Weiteres Beispiel von einem, das ist jetzt ein schönes Beispiel aus dem Handel, B2B genau genommen. Ich glaube, der größte oder einer der größten Erfrischungsgetränkehersteller der Welt. Da haben Sie im B2B immer das Problem, es gibt gewisse Kunden, die bestellen etwas per E-Mail. Es gibt andere Kunden, die nutzen einen hauseigenen SAP-Geschäftsbestellvordruck dafür. Andere Leute schicken einfach nur einen Fax auf Geschäftspapier, also ganz unterschiedlich. Und hier war eben auch die Herausforderung, dass die Geschäftsvorfälle auf ganz unterschiedlichen Quellen gekommen sind. Und hier ist eine KI in Verbindung mit RPA in der Lage gewesen, unabhängig von dem gewählten Kanal und unabhängig von dem Format einer Bestellung, die Produktbezeichnungen und die Mengen zu extrahieren und diese an einen Roboter zu übergeben. Dieser Roboter hat es wiederum in SAP übertragen und hat dann dazu geführt, dass 85% der Items, die in den Bestellungen verzeichnet waren, automatisch schon in SAP als Bestellung angelegt wurden. Also auch da wieder das Prinzip, Mitarbeiter kommt erst dazu, wenn die Maschine das Offensichtliche erledigt hat. Dann haben wir hier noch einen Case aus der Energiewirtschaft. Das ist einer der drei größten Energieversorger Europas. Die haben im Customer Service auch eine klassische Herausforderung, nämlich Kommunikation kommt per E-Mail, teilweise auch Einspeiseanträge, also teilweise auch komplizierte Vorgänge. Und es gibt bei diesem Energieversorger ein sogenanntes Dispatching-Team. Dieses Team macht nichts anderes den ganzen Tag. Das hatten wir eben gemeint, mit dem jeder Mensch verdient technologische oder maschinelle Unterstützung. Dieses Team macht nichts den ganzen Tag, als diesen Gap zwischen der Kommunikation und dem datenführenden System, in dem Fall ein Siebel Case Management System, zu überbrücken. Das bedeutet, sie schicken eine E-Mail mit Attachments und da sitzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und legen alle Informationen und die Attachments händisch in dem Siebel-System an, damit ein hochwertiger Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin den weiteren Prozess durchführen kann. Das passiert heute zu 97% durch maschinelle Unterstützung. Das heißt also, von den gut 25.000 Cases, die dort jede Woche angelegt wurden, sind es also jetzt 24.000 und, die die Maschine anlegt, und nur noch ein paar hundert, die durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen unklarer Datenlage angelegt werden können. So können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auf den Inhalt des Cases und nicht auf die Logistik der Daten und der Informationen konzentrieren.
Das Ganze gibt es natürlich sehr schön noch verbunden, wo wir über Robotics sprechen und RPA natürlich auch durch die Nutzung, ich hatte es eben angedeutet, der Smartphones. Ich halte das für ein völlig unterschätzte, ein unterschätztes Mittel, um den Datenaustausch und den Informationsaustausch im Customer Service zu optimieren, indem man einfach geführte Strecken und geführte Prozesse macht über Smartphone. Das würde auch den Kundinnen und Kunden viel mehr Freude machen. Und das hat zum Beispiel die Signal Iduna gemacht. Bei denen ist es so, wenn sie da eine Finanzierung anfragen, dann werden sie durch einen Finanzierungsassistenten geführt. Der fragt also, hey, was möchten Sie finanzieren? Kannst du mir mal eine Beschreibung schicken? Kannst du da mal ein Foto von machen? Kannst du das mal einreichen? Und das wird permanent ausgetauscht. Und erst wenn im Prozess Schwierigkeiten auftreten, kommt überhaupt ein Mensch dazu. Und das ist super schick, weil das die perfekte Verbindung von Self-Service ist. Und ja, wie man hier sieht, ist das ein geführtes Vorgehen, was sowohl auf der Kundenseite hier rechts angezeigt, als auch auf der Mitarbeiterseite hier links über ein Customer Service Frontend, in dem Fall ist es ThinkOwl, das Frontend, eben abgewickelt wird. So kann eine Echtkommunikation in Realtime stattfinden. Die Dokumente werden übertragen, keine Post wird mehr benötigt, kein Scanner wird mehr benötigt und abtippen muss man auch nicht. Das sind so Cases, ich hatte es eben angedeutet, im Hackathon vom Bundeswirtschaftsministerium haben diese Cases zweimal gewonnen. Und das sind Dinge, die tatsächlich auf die Serviceökonomie der Zukunft hinweisen und wie ich finde, unheimlich sexy sind. Genau. Nie wieder Porto zahlen, wie man so schön sagt. Ja, das wären so Cases von meiner Seite aus. Michael, ich weiß nicht. Verena, hast du noch was? Perfekt. Ich übernehme es an der Stelle. Der Christoph wird das übernehmen. Sehr gut. Wenn, go ahead. Genau. Ja. Ich übernehme das auf der Tonspur. Ich habe tatsächlich zwei sehr greifbare Fälle, die auch wieder so ein bisschen in die Kerbe mit der Toolauswahl schlagen. Das eine Beispiel, da geht es im Prinzip um einen namhaften deutschen Energieanbieter, den wir an der Stelle nicht nennen durften. Da gab es nach der Einführung der DSGVO im Prinzip ja, kein Datenleck, aber es ist aufgefallen, dass es dass die Nachweispflicht nicht den Regularien entsprochen hat. Und damals wurde in 2018 dann festgestellt, okay, um diese Übertragung zu machen und wir müssten sie jetzt manuell machen, weil wir die Schnittstellen in der uns vorgegebenen Zeit nicht umsetzen können, bräuchte man ein Staffing von ungefähr 120 Personen, die 4 Monate nur damit beschäftigt gewesen wären, Daten von A nach B zu kopieren. Der Case ist deswegen so interessant, weil er zeigen kann, wie man innerhalb von nur 4 Wochen ein Konzept und ein Konstrukt umsetzen kann, was es ermöglicht, durch den Einsatz von Bots das benötigte Personal, dass man auch nicht, also man darf nicht vergessen, man kann auch nicht 120 Personen kurzfristig akquirieren, wie man mit Hilfe von Bots den Personalbedarf auf 3,5 FTEs reduzieren konnte für den Zeitraum von 4 Monaten und wie sich so ein Projekt wirklich innerhalb von kürzester Zeit, hier waren es 6 Wochen, refinanziert hat. Also das ist im Prinzip für mich der interessanteste Fall. Hier ging es tatsächlich um einfach zu verstehen. SAP hatte vorher nicht das entsprechende Modul, um die Opt-ins DSGVO-konform aufzunehmen. Das heißt, diese Nachweispflicht, da konnten die Unternehmen nicht nachkommen. Und das, als die führenden Kommunikationssysteme, die natürlich diese Nachweise alle innehaben, angebunden wurden, wurde wohl vergessen, die Nachweispflicht ins SAP auch zu übernehmen oder den Nachweis für den Opt-in ins SAP zu übernehmen. Das wurde dann durch die Bots dort erledigt. In dem Fall war es Context Store, jetzt SAP IRPA, hat sich natürlich angeboten, weil es sich um SAP handelte. Der zweite Fall kommt aus der Gesundheitsversicherungsbranche. Und hier geht es um einen aktuellen Fall, einen Kunden, den ich gerade betreue, wo es um die Auswahl in einer recht komplizierten IT-Infrastruktur geht.
welche RPA-Technologie setze ich eigentlich ein, wenn ich als Dienstleister auf diversen Krankenkassensystemen arbeiten muss und dort immer nur über Citrix arbeiten kann. Wir hatten vorhin ja die Stärken und Schwächen von Automation Anywhere und UiPath besprochen, dass tatsächlich dieses Arbeiten in virtuellen Umgebungen nicht alle Tools beherrschen. Hier geht es darum, die intern genutzten Tools, die schon teilweise die Prozesse der Kassen optimieren, so sinnvoll einzusetzen, dass später für den Mitarbeiter kaum noch Arbeit in der eigentlichen Kassenumgebung notwendig ist. Und da hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich eine Kombination der beiden Tools ist, dass mit einem Tool die Lösung so nicht möglich ist, sondern es eine Kombination von Lösungen ist. Das eine Tool arbeitet im Prinzip in der Kassenumgebung, das andere arbeitet, um die Prozesse beim Mitarbeiter zu optimieren. Und der Rest wird dann dunkel verarbeitet. Das ist dann auch nochmal so ein Fall, wo man sieht, ja, die Anbieter sind natürlich immer geneigt zu sagen, wir können alles. Aber es ist nicht immer jede Lösung für jeden Anwendungsfall die beste. Und manchmal ist es die Kombination von zwei Lösungen. Ja, ich hätte auch noch Beispiele vorzustellen, bräuchte aber dazu die Bildschirmfreigabe. Oder hattest du, Christoph, Verena, hattet ihr noch was? Ich wollte mich bei meinem Kollegen ganz herzlich bedanken, dass er da für mich eingesprungen ist. Vielleicht toll. Jeder von uns hat es ein bisschen anders gemacht mit den Use Cases. Ich habe hier jetzt mal Video mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Der Christoph hatte gerade eben SAP genannt. Das hier ist ein Beispiel für eine Optimierung quasi rein innerhalb von SAP, wo SAP ist ja jetzt nicht bekannt als das nutzerfreundlichste System, weil es einfach für alle Unternehmen, Branchen und so weiter funktionieren muss. Hier geht es also wirklich nur um eine ganz banale Bankkontoverbindung zu ändern, wo der Mitarbeiter jetzt quasi ein paar Angaben machen muss. Und das der gelbe Punkt ist der Cursor. Da sieht man, dass nach 19 Sekunden der Mitarbeiter dann nichts mehr tun muss, weil der Roboter entsprechend übernimmt und dann die einzelnen Schritte innerhalb von SAP, die ganzen Maskenwechsel, Copy-Paste, Eintragen hier, Informationen dort holen und so weiter entsprechend übernimmt. Rechts ist zum Vergleich der manuelle Prozess und das ist dann auch genauso eine Vorgehensweise, wie man auch ein ROI berechnet. Also das heißt, ich stelle natürlich einem manuellen Prozess, stelle ich dann im Rahmen von so einem Proof of Concept gegenüber und wie schnell schaffe ich das dann jetzt, diesen Prozess entsprechend mit einem Roboter umzusetzen. Natürlich braucht der Roboter auch seine Zeit, der wartet ja auch, muss die Systemantwortzeiten entsprechend berücksichtigen, sodass ich das nicht komplett automatisieren kann. Allerdings hat nach 19 Sekunden der Mitarbeiter, kann er schon den nächsten Task übernehmen, während der Roboter im Hintergrund die entsprechenden Prozesse weiter bearbeitet. Der Roboter braucht dann selber tatsächlich in diesem Beispiel jetzt immerhin noch anderthalb Minuten und der komplett manuelle Prozess sind entsprechend über vier Minuten, die ich da entsprechend einsparen kann. Zweites Beispiel ist ein ganz banales Beispiel. Das ist also wirklich innerhalb von einem Tag entstanden. Das ist ein Prozess und hier einfach mal um zu demonstrieren, ja, auch diese alten Schätzchen, also in diesem Fall ist es wirklich ein AS400-System, auf das eben nicht über ein Screen-Scraping drauf zugegriffen wird, sondern wo dann wirklich über einen entsprechenden Connector auf die entsprechenden Daten zugegriffen wird, also hier im Service Center der Mitarbeiter entsprechend unterstützt wird, um die Prozesse, in dem Fall jetzt ein Katalogversand, entsprechend zu automatisieren
Also ganz banales Beispiel unter Einbindung von entsprechenden Altsystemen. Dann haben wir hier noch ein drittes Beispiel. Da ist der Schwerpunkt, gibt es jetzt zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die Integration hier in dem Fall mit dem Salesforce, CRM, entsprechenden CRM-System, aber hier die Verbindung mit einem entsprechenden Agent Guidance, also sprich einer Prozessunterstützung für den Mitarbeiter, die dann aus den entsprechenden Systemen die relevanten Informationen rausholt, entsprechend auch zusätzliche Informationen gibt, Entscheidungen trifft zum Credit Limit oder auch Informationen. Das hier sind Dinge, die du aus DSGVO-Sicht jetzt dem Kunden sagen musst, um compliant zu sein. Und dann am Ende des Prozesses wird das Ganze dann eben nicht nur entsprechend im CRM-System dokumentiert, sondern auch in entsprechenden Backend-Systemen, die ja häufig noch entsprechend im Einsatz sind, wird das Ganze dann entsprechend durchgeführt. Gut, und dann kann ich das Ganze natürlich auch noch entsprechend über eine E-Mail-Dokumentation direkt an den Kunden schicken. Und damit wäre ich jetzt auch soweit durch. Wir sind jetzt beim letzten Agenda-Punkt, nämlich Fragen und Antworten. Es sind jetzt im Laufe noch ein paar Fragen aufgekommen. Ich lese die einfach mal vor und würde jetzt einfach mal alle Beteiligten bitten, wer sich berufen fühlt, eine Antwort zu geben, der schreit am besten laut raus. So, wenn man RPA auch im Vertrieb, oh, Moment, jetzt ist die Kamera. Wenn man RPA auch im Vertrieb einsetzen würde, wären dann die von Vertrieblern umgesetzten Strategien nicht zu leicht durchschaubar, gerade für die Konkurrenz? Andreas, du hast vorhin ein Beispiel von Vertrieb gebracht. Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden, Michael. Wenn man RPA im Vertrieb einsetzen würde, dann wäre das zu. Ach so. Wären dann die von Vertrieblern umgesetzten Strategien nicht zu leicht durchschaubar, gerade für die Konkurrenz? Ja, also ich verstehe die Frage immer noch nicht. Da kann ich. Ja, bitte. Ja, bitte. Da ich selbst einige Jahre in der Vertriebssteuerung gearbeitet habe, kann ich das wahrscheinlich beantworten. Im Endeffekt arbeiten Unternehmen so schon. Denn die Logiken, wie Kunden selektiert werden, wie Kunden angesprochen werden, basieren auf eben diesen Logiken. Was die Bots an der Stelle machen, ist, dass sie diese Logik, die eigentlich definiert ist, schon umsetzen in eine Tätigkeit. Das, was sonst der Mensch machen müsste, nämlich aufgrund dieser Logik den Kunden kontaktieren, ansprechen, anschreiben, Preis ermitteln, das kann der Bot übernehmen. Die Strategie ändert sich dadurch nicht und sie wird auch nicht transparenter. Es ist die gleiche Strategie. Das Einzige, was sich ändert, ist der Task, der ausgeführt wird. Er wird nicht mehr vom Menschen ausgeführt, sondern von dem Bot. Du bist aber gerade im B2C, richtig, Christoph? Das ist B2B und B2C identisch. Jetzt kam eine Frage schon zum zweiten Mal, die kam ganz am Anfang und jetzt nochmal, wir haben sie nicht vergessen, gibt es auf der Webseite Beispiele für die KI in der Hotellerie? Ergänzt wurde das jetzt nochmal mit der Frage mit der Luftfahrt. Habt ihr da Beispiele, Hotellerie oder Luftfahrt? Also bei Luftfahrt weiß ich halt nur, dass natürlich KI eingesetzt wird, um die Kommunikation und das Beschwerdemanagement zu steuern. Da müssen wir ja immer bedenken, dass das teilweise muss ja dann eine Kommunikation innerhalb von wenigen Minuten stattfinden. Ja? Also wenn ich per Twitter oder per E-Mail schreibe, ich sitze hier am Gate und warte auf meinen Flieger, dann sollte eine Kommunikationsmöglichkeit bestehen, die das filtern kann und das Wichtige vom Notwendigen unterscheiden hilft. In der Hotellerie selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt. Weiß da jemand von euch was über einen Anwendungsfall?
Habe ich jetzt ad hoc von unserer Seite keinen. Nee, also ich hab allgemein auch natürlich in der Kundenkommunikation in dem Moment, wo es um Reservierungsanfragen geht, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass eben die entsprechenden Prozesse zum einen KI-basiert erstmal erkannt werden, welches Hotel zu welchem Zeitpunkt möchte derjenige, der da gerade anfragt, reservieren. Und das kann dann natürlich eben hinten raus mit RPA wunderbar prozessiert werden. Genau, also wir haben Erfahrungsberichte aus Booking-Projekten, also aus dem Booking.com-Projekt. Das ist aber eher Portalanfragen, die da durchaus standardisiert sind. Das ist jetzt nicht Hotellerie im Einzelnen, aber ich glaube, das trifft es dann nicht so gut. Lohnt es sich, mit RPA in einem kleinen Teilbereich eines Prozesses zu beginnen, den man später ausbaut, oder ist es ratsamer, den Prozess aus einem Guss zu definieren? Klammer, in der Praxis schwierig aufgrund ständiger Veränderungen. Also im Idealfall fängt man mit kleinen Bausteinen an und baut sich die Puzzle der Bausteine so, dass irgendwann die ganze Kette des Prozesses abgebildet ist. Hier, also bei RPA ist tatsächlich das Credo, klein anfangen und wachsen. Denke ich, sowas eine. Genau, also das aus vielen, vielen Projekten können wir die Erfahrung machen. Wer so die eierlegende Wollmilchsau seinem Vorstand, seiner Geschäftsführung versprochen hat, das wird tatsächlich schwierig, an Tag X den Schalter umzulegen und heute machen wir alles mit RPA, sondern da tatsächlich irgendwie in kleinen Schritten mit einfachen Themen anfangen und im Laufe der Zeit dazulernen und immer komplexer werden. Also ganz klar die Handlungsempfehlung. Oh, jetzt eine spannende Frage. Was machen wir, wenn unser KI-Projekt gescheitert ist oder das Modell funktioniert? Brauchen wir Mitarbeiter dafür einzubeziehen? Oder das, die zweite Hälfte habe ich nicht verstanden, Michael. Oder das Modell? Wenn das, oder das Modell fehlerhaft ist und nicht gut funktioniert, brauchen wir Mitarbeiter dafür einzubeziehen? Ja, also zweiteilige Antwort darauf würde ich gerne übernehmen. Also erstens mal, laut den mir vorliegenden Studien scheitern KI-Projekte in erster Linie tatsächlich daran, dass sie entweder falsche Erwartungen schüren oder dass es, bitte nicht falsch verstehen, aber Spielbälle von der Geschäftsführung sind. Also dass ein KI-Projekt gemacht wird, weil man heute eben ein KI-Projekt macht, ohne vorher nachzudenken, was denn tatsächlich durch das KI-Projekt verbessert werden soll. Das sind die Gründe, warum das scheitert. Es gibt natürlich noch andere, aber das sind so die maßgeblichen Gründe. Das zur ersten Frage und zur anderen Frage ist es so, es ist nachgewiesen und bewiesen, dass Algorithmik funktioniert. Das bedeutet, wenn eine Bank in der Lage ist oder ein Energieversorger, Kunden-E-Mails richtig zu kanalisieren und den Prozess dahinter zu vereinfachen, dann wird das auch bei anderen Branchen funktionieren. Also eigentlich ist diese Verbindung Proof of Concept und KI für mich ein Unwort, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre ungefähr dasselbe, wie wenn ich sagen würde, ich glaube nicht, dass ihr VW Golf fährt, lassen wir mal eben eine Probefahrt machen, ich glaube das nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr VW Golf natürlich aussieht, insofern war das vielleicht kein nicht unbedingt passendes Beispiel, aber Algorithmik funktioniert, KI funktioniert, Robotik funktioniert. Warum scheitert es trotzdem? Weil das Ziel des Einsatzes nicht 100% vorhergesehen ist, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitgenommen werden in diesen Prozess und aufgezeigt wird, was denn da für Freiräume entstehen, die man dann auch nutzen möchte. Das sind eben solche häufigen Gründe, die passieren. Technisch scheitert es nie, es scheitert, wenn dann, immer nur durch den Menschen. Ich hoffe, dass das so eine einigermaßen befriedigende Antwort gewesen ist. Ich kann das tatsächlich ergänzen. Dass es ein Trugschluss ist, dass man einen Startzeitpunkt von einem Projekt und einen Endzeitpunkt von diesem Projekt irgendwie definieren kann und danach läuft dieses RPA-Projekt dauerhaft störungsfrei durch. Die Vorstellung ist schön, entspricht leider nicht den Tatsachen, weil sich Tools ändern, weil es Releases gibt, weil sich Interaktionen geben, weil plötzlich im Störungsfall irgendwelche Pop-ups aufkommen, die sie dann auch wieder weiterverarbeiten müssen, etc. Das heißt, es muss immer einen Hypercare geben, dass da jedes Mal drauf geguckt werden muss, etc. pp. Und deswegen
ist es halt ganz, ganz wichtig, dass das dauerhaft auch betreut wird und im Blick behalten wird. So, hier haben wir jemanden, der sich bedankt für die interessanten Vorträge, möchte ganz gerne eine formlose Teilnahmebescheinigung bekommen. Die stellen wir natürlich gerne aus. Rainer, da schickst du dann aber eine RPA-Fortbildung mit dazu. Nein, Quatsch. Können wir gerne machen, natürlich. Liegt der Vorteil von RPA nicht vielmehr in der Prozesssicherheit, Bearbeitungsqualität und der Vermeidung von Reklamationen bzw. wiederholten Bearbeitungsschritten anstelle von Bearbeitungsgeschwindigkeit schwerer in einem ROI darzustellen? Würde ich mal direkt antworten. Ja, hatte ich ja vorhin gezeigt. Das ist natürlich beides. Und Vermeidung von Reklamationen und Prozesssicherheit, auch das kann ich natürlich monetär bewerten. Aber ich muss es auch monetär bewerten. Und natürlich ist die Frage, wie groß wiegt denn jetzt ein Fehler? Muss ich tatsächlich nur den Prozess wiederholen? Oder sind da vielleicht auch Compliance-Themen hinten dran oder strafrechtliche Themen? Also was kostet Qualität? Also das kann man schon auch in einem entsprechenden ROI-Berechnung darstellen, ganz, ganz klar. Dann vielleicht nochmal, Andreas, für dich eine Frage. Wenn man RPA zum Beispiel bei standardisierten Dokumenten, die jedoch in gewissen Feldern handschriftlich ergänzt werden, einsetzen möchte, sind dann mehrere Technologien wie OCR, KI und RPA notwendig oder geht man dann eher den Weg, das Dokument voll zu digitalisieren? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage. Peter, da bist du näher dran an dem Thema. Also was ich wohl weiß, ist, dass das mit dem Prüfen von Unterschriften recht schwierig ist. Unsere Kunden prüfen, ob eine da ist, aber nicht, sie vergleichen die nicht, wie das mit den Dokumenten aussieht. Peter, weißt du was drauf? Also das ist weiterhin ein ganz schwieriges Feld und rechtfertigt normalerweise den Invest nicht. Also dort mit Handschriftenerkennung zu arbeiten, ist sehr viel Aufwand für einen relativ schlechten Output, sage ich mal. Da wäre es aus meiner Sicht eher zielführend, den Prozess von vornherein umzugestalten, eben in Richtung einer kompletten Digitalisierung, dass ich diesen Prozess einfach, dass das Formular so gestalte, dass es nicht mehr handschriftlich ergänzt werden muss, sondern vielleicht direkt aufs Handy bringe, dass ich dort meine Einträge mache und auch dort direkt digital unterschreibe. Also so ein bisschen, wenn ich jetzt mal in die Medizin als Analogie gehe, nicht unbedingt das Aspirin nehmen, weil ich Kopfschmerzen habe, sondern von vornherein die Krankheit besiegen. Da gibt es bei uns so einen geflügelten Spruch für, jetzt Entschuldigung für die harschen Worte, aber der Spruch ist, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen digitalen Scheißprozess. Genau das. So ist es. So, können bereits durch KI auch emotionale Inhalte neben den strukturierten Informationen ausgewertet werden? Beispiel aus dem Lieferservice-Kunde schreibt, wenn meine Lieferung nicht bis Freitag kommt, dann kündige ich meinen Vertrag. Eine Lieferauskunft durch das System wäre naheliegend, aber nicht ausreichend, sondern der Vorgang muss auf einen Mitarbeiter gesteuert werden. Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten gerade eine Liste der Trends für 2021 aus. Mit wir meine ich mein Team hier bei der ITX, aber auch in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen beim Bitkom. Ich hatte ja eingangs gesagt, das bewegt sich wahnsinnig schnell. Also es gibt jetzt erste Projekte bereits, wo Maschinen daraufhin trainiert werden, emotionale Grundzustände beim Menschen wahrzunehmen. Ne? Bis diese im Bereich Texterkennung und Textverarbeitung und Textautomatisierung angekommen wird, wird es Jahre dauern. Also meine Anfrage darauf, das geht in diese Richtung, aber heute Standpede, Thema KI im Kundenservice, sind tatsächlich empathische Informationen oder emotionale Informationen für den Kundenservice durch KI nicht zu erwarten. Die beschränken sich darauf, wenn man aufs Monitoring geht, messbare Zustände zu bekommen. Also wenn ich auf einmal laut werde und sich meine Stimme verändern, könnte es sein, dass ich gerade böse bin oder irgendwie aggressiv bin. Das kann man natürlich, aber das sind blanke Daten, die dort erfasst werden. Das kann man natürlich mitbekommen. Inhaltlich ist eine Maschine immer noch nicht in der Lage zu sagen, das war aber ein tolles Seminar heute, das vielleicht als Ironie wahrzunehmen. Also das sind Maschinen einfach leider noch nicht so weit. Das bleibt uns Menschen vorbehalten.
Wie sollte eine RPA administriert werden? Durch einen zentralen Bereich oder dezentral durch Fachbereiche, dort wo der Prozess durchgeführt wird? Das ist so ein bisschen von der Lösung und von dem, was man vorhat, abhängig. Grundsätzlich ist die technische Administration in der IT anzusiedeln. Die die Administration der eigentlichen Prozesse sollte durch den jeweiligen Process Owner stattfinden oder einen seiner Vertreter, das heißt im Fachbereich angesiedelt sein, weil das auch die entsprechende Reaktionszeit auf notwendige Veränderungen verkürzt. Hier kommen dann häufig die entsprechenden Dienstleister, die die Bots entwickeln, dann ins Spiel, wie auch Conveneo. Jetzt haben wir noch mal eine Nachfrage. Hotellerie, Booking ist auch Teil der Hotellerie. Bitte erwähnen. Also Verena, da ist der Wunsch, dass du noch ein bisschen was zu Booking erzählst. Ja, ist tatsächlich ein Projekt, was für uns gerade ein bisschen weit weg ist, weil es nicht in Deutschland abgebildet wird. Was machen wir da hauptsächlich? Also klar, wir geben da, wir arbeiten da mit Kundenanfragen genauso wie mit Anfragen der Hotellerie. Die sind häufig über Standardformulare. Und das ist ein Thema, was sich gut klassifizieren lässt, was sich gut weiterverarbeiten lässt, wo man dieses Thema Copy- und Paste-Vorgängen in den Backend-Systemen von einer Booking durchaus gut übernehmen kann, in Form von so einer Side-Toolbar, die der Mitarbeiter zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Da kann der Mitarbeiter dann einzelne Prozesse initiieren und dann folgt so eine Klickabfolge sozusagen in Backend-Prozessen, die nicht beim Dienstleister liegen, sondern in Booking-eigener Infrastruktur sind, entsprechend sind. Und das erfolgt zu deutlich kürzeren durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, einfach weil, ich sag mal, Mausmeter abgenommen werden, Klickstrecken übernommen werden, die halt sehr häufig passieren. Geht natürlich nicht für alle Fälle, aber sind doch signifikante Einsparungsmöglichkeiten einfach in der durchschnittlichen Bearbeitung von einzelnen Vorgängen. So, wir bewegen uns auf das Ende zu. Viele scheinen auch Hunger bekommen zu haben. Wir sind ja nur noch im zweistelligen Bereich. Peter, du hast Hunger? Ja. Sehr schön. Ja, gut. Also war ja auch ein strammer Tag. Also wir haben zwar RPA-Tag genannt, aber 3 Stunden sind natürlich trotzdem stramm, wenn man da zuhören muss. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank alle Beteiligten. Ich fand, das war ein schöner Team-Effort. Der Rainer Kolm hat jetzt gerade noch eine Kurzumfrage eingeblendet, wo sie darum gebeten werden, nochmal kurz Feedback zu geben für die Veranstaltung, die wir von iService, iCEM ja regelmäßig durchführen. Sie erhalten, wie besprochen, im Nachgang noch die entsprechenden Folien. Da sind auch entsprechende Kontaktdaten drin. Ja, wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank, alles Gute, schöne Restwoche und kommen Sie gut durch die Zeit aktuell. Dankeschön. Von uns natürlich auch, alles Gute. Alles Gute, bis dahin, tschüss. Von uns bleiben Sie gesund, tschüss. Dankeschön, ciao.